Da sind wir. Das geht sonst auch besser. Finde ich ziemlich geil. Genau, Grasshopper Maus. Es ist der Verteidiger. Und ich dachte, ich lasse das Ding jetzt einfach mal durchlaufen. Einfach so. Und mache mich ein bisschen zum Affen. Hallo und herzlich willkommen. Was hat denn das Lama heute in seinem Heu gehabt? Die Frage ist nicht, was im Heu war, sondern woraus das Heu war. Es waren Kräuter. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Diesmal nicht ich als Spielleiter. Genau, es waren Einhornpupse, die ich eingeatmet habe. Ganz genau, regenbogenfarbene Einhornpupse. Heute ist ein besonderes Let's Play, denn wir spielen Spelljammer. Und warum ist es so besonders? Mal ganz davon abgesehen, dass wir Spelljammer spielen. Es ist besonders, weil heute nicht ich der Spielleiter bin, sondern die Freude habt, mal spielen zu dürfen. Denn unser Dungeon Master des heutigen Abends ist niemand anderes als Dungeon Master Dustin, Double D. Fühlt sich gut? Ja. Läuft, ne? Läuft. Läuft. Und ich habe drei wundervolle Mitspieler dabei. Zwei davon kennt ihr schon aus unseren Let's Plays. Sie waren schon öfter dabei und sind gern gesehene Gäste. Zum einen habe ich die fantastische, einzigartige, großartige Sonne hier, die gerade eben gefragt habe, ich bin so chaotisch, warum habt ihr mich eigentlich immer dabei? Du hast dir selbst die Antwort gegeben. Weil ich das mag, weil ich finde, das tut unseren Let's Plays gut. Ich Das ist finde so es lieb. ganz, ganz hervorragend. Und natürlich, sie darf in unseren Let's Plays nicht fehlen, ist fester Bestandteil der Familie, unsere liebe Shiraki. Und ganz ein tonloses Winken. Edel. Du könntest auch so ein königliches. Das kann ich nicht richtig. Genau, es wird heute ein bisschen Battle Royale. Genau. Und last but not least, ein neuer Gast in unseren Streams, über den ich mich sehr, sehr freue, denn wir teilen gleich zwei Vorlieben. Zum einen die Vorliebe fürs Rollenspiel und zum anderen Cocktails. Ich habe eine relativ, du kannst es nicht sehen, weil es ist hinter der Kamera, aber ich habe eine für eine private Bar vernünftige Auswahl an Spirituosen, gerade was Gin angeht, bei mir im Regal Sehr steht. schön. Irgendwie sieben oder acht verschiedene Sorten Gin. Herzlich willkommen. Ihr kennt ihn als Drunken Monkey oder auch als Emu. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Runde und habe mich auch ja, fast geehrt gefühlt, heute mit dabei zu sein. Bin gespannt. Natürlich, doch. Hör auf. Ja, Oh, you. Stop. Ja, es wird so ein Abend. Ich freue mich sehr, weil Spelljammer ist anders. Also es ist D&D, es ist aber auch anders. Es ist, ich habe so das Gefühl, dass du kannst ja jetzt was zu erklären, aber ich habe so das Gefühl, Spelljammer ist ein bisschen D&D auf Overdrive. Ja, das stimmt. Das ist halt ein Weltraum-Piraten-Setting, ne? Also das ist es im Kern wirklich. Und es erinnert mich immer so ein bisschen, also ich finde, ein guter Vergleich ist so diese Guardians of the Galaxy-Sachen von Marvel. Da kriegt man so eine Idee davon, wie das Ganze eigentlich gedacht ist und was man da eigentlich bespielt. Es nimmt sich nicht zu ernst, aber es hat auch so diese typischen Piratensachen. Es gibt auch so einen Weltraum-Piraten-Kodex und so ein Krams, aber das ist auch wieder so ein loses Ding und so ein Kram. Die Hauptstadt auf dem Rock of Braal, der Felsen von Braal, die heißt Braal, die Stadt, keine Ahnung, wie es in der übersetzt wird, ist halt auch mehr oder weniger eine Piratenhochburg, von der aus eigentlich das meiste so angesteuert wird. Und sonst ist halt unheimlich viel abgefahrenes Zeug da überall im Weltall unterwegs. Und das ist dann halt auch das, was sich dann so in den Charakteren häufig wieder gespiegelt. Die sind auch ganz schön abgefahren häufig. Ich werde so eine Freude an meinem Charakter haben. Hoffe ich doch. Du bist dran. Also ich habe an dich übergeben, du bist Spielleiter. Ab jetzt bin ich nur Spieler. Das ist dein Okay. Stream heute. Okay, alles klar.
Dann legen wir los. Ihr habt mit eurem Schiff gerade den Felsen von Braal verlassen, denn es ist gerade das Solarfest. Das Solarfest findet alle 25 Jahre statt und ist deswegen ein ziemlich großes Ding auf dem Felsen, denn da ist immer so ein Asteroid, der vorbeifliegt, von dem man sagt, aber die Eingeweihten wollen nicht zu so viel darüber verraten, dass es sich um einen Drachenhort handelt. Und dieser Asteroid, wenn er vorbeifliegt, wird immer wieder von Schiffen angeflogen. Inzwischen ist ein Riesenwettbewerb aus der ganzen Sache hervorgebrochen. Und zwar, es werden immer drei Schiffe losgeschickt. Eins von diesen Schiffen soll versuchen, den zu erreichen. Und das ist Wettbewerb Nummer eins. Man kann also natürlich auf diesem Felsen von Braal, dieser Piratenstadt, darauf wetten, wer ankommt. Man kann aber auch wetten, mit was sie wieder zurückkommen. Alle drei Schiffe sind nämlich mit Schätzen beladen, etwa gleich viel. Und diese Schätze werden mal vermehrt, mal auch verringert, je nachdem, wie gut die Gruppe, die da angekommen ist, sich hinterher schlägt bei diesem ominösen Ding, über das sie dann hinterher nicht reden dürfen. Wir werden also heute herausfinden, ob unsere Gruppe diesen Felsen erreichen wird, was auf diesem Felsen abgeht. Und ihr habt das Ganze eigentlich deswegen mitgemacht, weil euch gerade der Kapitän abhanden gekommen ist. Der hat nämlich gedacht, okay, wir haben wunderschöne Schätze eingenommen. Das ist jetzt alles meins. Ihr seid gerade saufen gewesen, er ist mit dem Schiff verschwunden und ihr wart ohne Kapitän unterwegs. Jetzt habt ihr gerade praktisch nichts mehr außer dem, was ihr an eurem Körper hattet. Wurdet also mehr oder weniger ein bisschen da reingeschleust in die Situation, hey, vielleicht könnt ihr auf die Art und Weise ja wieder Geld verdienen. Und habt euch deswegen auf diese vielleicht auch ein bisschen undankbare Reise gemacht. Der Sieger kann zwar ganz schön was abstauben, aber die anderen beiden Teams gehen leer aus. Und deswegen musstet ihr ein bisschen improvisieren. Ihr habt einen Kapitän, den ihr noch nicht kennengelernt habt, auf Anraten. Bis jetzt hat er sich euch auch noch nicht gezeigt, sondern nur über den Lautsprecher gesagt: Begeben Sie sich bitte erst einmal in Ihre Kajüten. Machen Sie es sich bequem, ich werde Sie nach oben rufen, wenn es soweit ist. Dröhnt diese sehr männliche, leicht erotische Stimme so durch den Lautsprecher. Ihr seid nur zu fünft insgesamt da. Ihr vier plus der Kapitän, von mehr wisst ihr nicht. Und euer Schiff ist eigentlich auch ganz süß. Süß trifft es nämlich, glaube ich, am meisten, denn die anderen beiden Schiffe waren deutlich größer, die gegen euch antreten werden. Euer Schiff ist ein Wespenschiff. Ein Wespenschiff sieht ein bisschen aus wie eine Wespe, wobei ich finde, mehr sieht aus wie eine Libelle. Ein Tier, das allen Vieren von euch auch ein bisschen was sagt, denn auf eurem letzten Schiff gab es genau ein einziges Buch. Und das war aus der Reihe Geistkrieger, eine Pentalogie zu dem Zeitpunkt der letzten Auflage. Und da gab es auch nur den zweiten Teil und ihr hattet noch dieses Intro im Kopf, diesen ersten Prolog von der Libelle und dachtet noch, oh Mist, das ging nicht ganz so gut für die Libelle aus, aber vielleicht wird es ja diesmal besser werden auf der Wolkenspringer 2. Die Wolkensprenger 2. Die Wolkensprenger 2. Es ist ein gutes Omen. Es ist definitiv ein gutes Omen. Was ist mit der 1 passiert? Jeder von euch hat einen kleinen Raum, in dem ihr schlafen könnt und ihr habt eine gemeinsame Station, in der ihr essen könnt und in der ihr euch aufhalten könnt. Ich gehe direkt aus meinem Raum in den Gemeinschaftsraum, weil ich hoffe, den ominösen Kapitän da zu sehen. Der ist sozusagen gerade auf seiner Kommandobasis, denn Spelljammer-Schiffe funktionieren ja so, dass es einen Spelljammer-Helm gibt, den der Kapitän sozusagen trägt und damit das Schiff steuern kann. Der ist gerade also nicht mit euch in einem Raum, sondern ist mit Schifflenken beschäftigt. Ihr seid jetzt gerade erstmal unter euch Vieren. Ich gehe da auch hin. Ja, ich bin da, habe auch keinen Grund, in meiner Kajüte zu sein. Ja. Schließe ich mich an. Dann Na, können wir gucken. uns ja erstmal vorstellen, oder? Damit die Leute wissen, wer hier überhaupt ist. Bitte, bitte. Wer möchte denn anfangen? Ja, immer der fragt, ne? Okay, kann ich gerne machen. An diesem, das ist auch relativ gut, weil es auf diesem Schiff keine höher stehende, bessere, wissendere Kreatur gibt als mich. Mein Name ist Tepeiros Lunapa und ich bin Astralelf. Ich bin circa 1,95 groß, schlank, meine lila weiße Haut gibt sehr schön die Farben des Weltalls wieder. Meine mondfarbenen Haare
prangendes Mondlicht zu jeder sich bietenden Gelegenheit ein. Übrigens, selbst wenn der Mond nicht da ist, möglicherweise Magie. Mich umgibt die ganze Zeit ein lilafarbener, wabernder Schatten, der so in einzelnen Fäden um meinen Körper herumschwirrt. Ihr wisst, dass ich Sternendruide bin. Eine besondere Klasse bei Spelljammer, die es in den anderen Systemen, wenn ich richtig informiert bin, gar nicht gibt. Es gibt ja Monddruiden und Baumdruiden und whatever. Mein Charakter ist Sternendruide. Und es ist so, dass Astralelfen die meiste Zeit ihres Lebens in den Astral Planes verbringen. Da habe ich auch die letzten Jahrtausende verbracht und habe sie damit verbracht, zu denken und Sternkarten zu machen und Astrologie zu studieren. Astrologie war immer mein großes Ding. Für andere Sachen habe ich mich nicht interessiert, weswegen ich auch nie die Sprache Elfisch gelernt habe. Das hat mich einfach nicht interessiert. Die anderen Elfen waren halt da, aber worüber soll ich mich mit denen unterhalten? Nicht mit euch. Habe mich also mehr mit anderen Sprachen beschäftigt und nach mehreren Millennien hatte ich meine Epiphanie. Ich habe herausgefunden, ich habe die letzten Millennien mit Selbstverbesserung, mit Optimierung meiner Seele verbracht und ich finde, es ist dem Universum gegenüber unfair, wenn ich das für mich behalte. Also habe ich mich entschieden, die astralen Ebenen zu verlassen und mich zu den gewöhnlichen Wesen zu begeben, um ihnen Teile meiner Weisheit zur Hilfe zu bringen. Was ich nicht wusste, ist, dass wenn man die Astralebene verlässt, man in diesen Körper kommt, der einem diverse Einschränkungen gibt. Ja, dauert alles noch ein bisschen. Irgendwann kriege ich das hin. Ja, so viel zu meinem Charakter. Shane. Ich bin ein Autognom. Ein Autognom ist ein künstliches Lebewesen. Ich behaupte immer, dass ich 1,50 groß bin. Das könnte allerdings auch nur daran liegen, dass mein Hut, der sehr hoch und spitz zulaufend ist, mindestens 50 cm in Höhe misst und ich ihn mitzähle. Ich bin eigentlich die meiste Zeit ziemlich gut drauf und man hat das Gefühl, ich versuche alles so ein bisschen in mich aufzunehmen, so die Welt und das Leben und überhaupt alles spannend. Natürlich begreife ich das Ganze mit einer gewissen Distanz, denn ich lebe nicht, richtig? Und wenn man sich länger mit mir befasst, findet man mich vermutlich ein bisschen gruselig und anstrengend. Denn Jane hat Dinge gesehen und teilt das auch ab und zu in unpassenden Momenten mit anderen Leuten. Und das finden sie verstörend. Jane nicht. Das macht es problematisch. Aber, naja. Ich kann magische Dinge tun. Und versuche, die Dinge um mich herum zu jeder Zeit zu ordnen, um entweder auf magische Weise oder per Hand. Ich habe also immer irgendwas zu tun. Zor Gimorsk. Ja, ich guck gerade, ob sie auch magische Dinge tun kann, aber ich glaube nicht. Nee. Ich wollte das nur nochmal abchecken. Ja, Menschenfrau. Genau. Menschenfrau, ja, etwas. Ich versuche schon ganz gut auszusehen, so in meinem weißen, ehemals weißen Hemd. Also ganz so weiß ist es dann doch nicht mehr, aber Lederweste dazu und. Ja, ich sag mal, ich bin wohl hier mit die Schlauste im Raum. Ich wollte das nur mal erwähnt haben. Ne, aber ansonsten gibt es zu mir eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wollt ihr noch irgendwas wissen?
Vielleicht, was du kannst, damit die Leute wissen, welche Charakterklasse du spielst. Kann ich was? Ich bin eine Schurkin. Also ich, ne, ich kann gut mit dem Messer umgehen und anderen Dingen. Ist das ein Bogen? Ist das ein Bogen? Sorry. Ja. Der X-Bow ist ein Crossbow, ja. Danke, danke. Ich frage also nur, weil ich mache mit der Waffe komische Namen. Also. Crossbow ist eine Armbrust. Ah, gut. Ja, das wusste ich. Natürlich. Du hast es nur abgefragt. Es wird einer dieser Abende. Es wird einer dieser Abende. Für die Zuschauer, die das nicht wussten, machen wir so ein kleines Quiz am Anfang immer. Ne? Ja, genau. So ein bisschen wie Topfschlagen. So. Und irgendwann macht Ding, Ding, Ding und dann sind wir da. Sid Kaba. Ja, ich bin mindestens genauso graziös wie unser lieber Lunapuff. Auch 1,90 groß, auch 1,90 breit. Hab einen wunderschönen latexfarbenen, hautengen, ja, so dunkelbraunen Anzug an. Sieht sehr heiß aus. Und ich fühle mich gut da drin. Ich bin zwar recht groß, ich falle damit noch mehr auf wie sonst. Davon abgesehen bin ich eigentlich eine recht ruhige Persönlichkeit und tendenziell eher behäbiger. Und ja, bin ein Waldläufer mit der Graziosität, die ein Waldläufer eben auch so mit sich bringen kann in meinem Körpervolumen. Und ich liebe meine Bertha. Es ist eine wunderschöne, passend zu meinem Anzug farbene, ja, ich nenne es Feuerpistole, die Spaß macht. Die steht mir immer bei. So mein Gegenstück, graziös und etwas filigraner. Genau. Willst du noch erwähnen, dass du ein Nilpferd bist? Ja. Achso. Wo bleibt es? Dass du ein Nilpferd bist, ja, könnte genau. Man auch noch dazu sagen. Stimmt. Da war was. Es fällt mir natürlich nicht mehr ganz so auf. Weißt du, man merkt es nicht, wenn man drinsteckt. Es ist... Ja, richtig. Die Waldläuferkugel. Ein Nilpferd, weil du schon auch im Spandex. Ja. Merkt's nicht, wenn man drin steht. Ein Nilpferd-Waldläufer im Latex-Anzug. Genau. Yay. Graziös, wie man es sich vom inneren Auge vorstellt. Ganz großartig. Weltraum, Nilpferd, Waldläufer im Latexanzug. Ganz genau. Also bei Spelljammer nennt sich das GIF. Die Herkunft. Das und der voll, Anzug heißt Fischsuit. Der Anzug heißt Fischsuit, genau. Achso, ich trage übrigens noch einen Umhang, der vom Style so ein bisschen an den Umhang von Doctor Strange erinnert. Also so einen hohen Kragen hat und sowas, wie sich das gehört. Natürlich. Ich trage keine Kleidung. Der Umhang, der ist schwarz und so mit Sternenmustern bestickt, als an meinem Körper unauffälliger wird. Chi, du hättest auch anfangen können mit ich bin nackt und ganz am Ende sagst du Autognom dazu. Ne? Ja, das wäre viel witziger gewesen. Die Chance ist vorbei. Ja, das habe ich leider verpasst. Du hattest die Chance, komm doch nicht wieder. Ihr hört über den Lautsprecher, meine Damen und Herren, kommen Sie bitte aufs Kapitänsdeck. Hey. Endlich, weiß jemand von euch, wo das Kapitänsdeck ist? Immer der Stimme nach. Das Ding ist ungefähr so groß wie ein Tiny House, also ihr könnt es eigentlich nicht verfehlen, wenn ihr einfach nach oben geht. Passe ich da rein? Auch Zeit, dass wir uns mit dem Captain dann konsolidieren. Das muss ja jetzt mal vorangehen hier. Konso was? Konsolidieren. Besprechen. Also für Normalsterbliche besprechen. Hm. Konsolidieren. Man lernt bei dir immer neue Worte. Werden angegriffen. Ja.
Wir werden was? Captain, können Sie es nochmal? Hallo? Ich gehe mal nach oben. Ja, ich komme mal hinterher. Hat er angegriffen gesagt? Das wäre unglücklich. Ihr kommt nach oben und als ihr den Raum betretet, es sieht so ein bisschen so aus, wie man sich so ein Kommandodeck auch vorstellt, allerdings ja nur für eine Person. In der Mitte ist dieser kleine Thron oder wie auch immer das Ganze aussehen könnte, mit einer relativ kleinen Gestalt darunter, die einen Helm über den Kopf hat, die sie jetzt einmal so hochzieht. Und ihr seht, euer Kapitän ist völlig unpassend zu dieser Stimme. Ein Goblin. Und möglicherweise der erste Goblin, den ihr jemals gesehen habt, mit einem Vollbart. An sich sieht er relativ schick gekleidet aus für einen Cowboy. Und er hat auch seinen Cowboy-Hut neben sich auf dem Tisch liegen. Das Einzige, was sozusagen goblinhaft an ihm ist, ist ein relativ ramponiert aussehendes Holzschild, das über ihm hängt und auf dem steht sein Name, Chip. Und dahinter ein umgedrehtes Ausrufezeichen. Chip hat noch eine weitere Figur neben sich und das ist ein winzig kleiner Hamster, der auf seinem Hut drauf sitzt. Und er ist Chip. Meine Damen und Herren, es ist sehr schön, Sie hier an Deck dieses Schiffes begrüßen zu dürfen. Wie ich schon sagte, ein Angriff steht kurz bevor, aber einen kleinen Moment haben wir, denke ich, noch Zeit. Das ist gut. Ist Ihnen bewusst, dass Sie Schädlingsbefall auf diesem Schiff haben? Und ich deute auf den Hamster. Oh, nein. Bee ist kein Schädling. Und als er den Namen Bee ausspricht, seht ihr auch, dass der kleine Hamster so ein bisschen hochspringt und flattert. Der hat so kleine Flügel, die sind euch vorher nicht aufgefallen, weil die so mit Fell bezogen sind und der schwebt jetzt so in der Luft so ein bisschen. Hallo, Bee. Es sieht aus, als würde Bee nicken, um dich zu begrüßen. So, also Chip und Bee sitzen da vorne nebeneinander und begrüßen euch da drin. Wir haben folgende Situation. Wir haben den Raumhafen etwa vor einer Stunde verlassen. Das heißt, damit sind wir sozusagen aus dem näheren Sichtbereich raus. Was nun folgen wird, ist, dass die anderen beiden Schiffe, die deutlich größer sind als unseres, versuchen werden, uns anzugreifen. Allerdings gibt es ja einen Piratenkodex. Die vierte Regel davon besagt, dass kriegerische Handlungen nur an Land betrieben werden dürfen. So können wir also davon ausgehen, dass sie uns aller Wahrscheinlichkeit nach angegriffen werden, um uns flugunfähig zu machen. Das ist unter anderem auch deswegen sinnvoll, weil wir einen Haufen Gold geladen haben, den sie möglicherweise übernehmen wollen. Selbiges wollen wir von ihren Schiffen natürlich möglicherweise auch haben, wenn wir das denn schaffen sollten, aber wir müssen mit einigen rechnen und wenn ihr einmal da aus dem Fenster schaut, er deutet in die Richtung, wo das erste Schiff auch schon ganz gut zu sehen ist und ihr kennt das Schiff als Sternenmotte, werden die bezeichnet, sehen allerdings gar nicht so mottig aus, also sie haben schon so eine leichte Mottenoptik, aber relativ scharfe Kanten vorne auch, wie so eine Schneide sieht das Ganze so ein bisschen aus. Das Schiff müsste ungefähr so dreimal so groß sein wie euer Wespenschiff. Und was dir, Tepairos, sofort klar ist, diese Schiffe werden in erster Linie von Astralelfen gelenkt. Und was vielleicht ein bisschen merkwürdig aussieht auf den ersten Blick, ist, dass das Schiff, während es im Seitenflug sozusagen näher kommt, sich neigt und anfängt umzudrehen. Okay. Es fliegt sozusagen in Richtung auf dem Kopf weiter. Ja, kann man ja machen. Nur zu Herr Captain, warum tun Sie das? Warum Sie das tun? Nun, relativ einfach. Das Schiff ist größer als unseres und in dem Moment, wo es uns rammt, wird unsere Gravitation zu ihrer Gravitation. Das heißt, alles, was bei uns gerade nach unten fallen würde, fällt in die andere Richtung. Wenn Sie uns also auf den Kopf angreifen, haben wir ein Problem. Außer wir drehen uns auch auf den Kopf. Nun gut, das stimmt. Dann würde der Kampf ganz normal in der Horizontalen sein. Das können wir natürlich versuchen oder wir versuchen einfach nicht von ihnen gerammt zu werden. Ich bin für die zweite Lösung. Gut. Ich würde an der Stelle doch einfach empfehlen, ihr geht vielleicht mal nach oben. Da ist ein Angriffswerkzeug. Ich weiß nicht, habt ihr mit sowas schon mal gekämpft? Also mit einer Ballista? Bin jetzt nicht so der Ballistentyp. Mein Ballista macht mir mal guten Kaffee.
Nun, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich empfehle, entweder auf das Schiff oder auf deren Bewaffnung zu schießen und dafür zu sorgen, dass sie einfach nicht so besonders nah dran kommen. Gibt es eine Stelle, wo wir besonders gut, wenn wir auf den Antrieb schießen oder sowas, sie langsamer machen? Weil auf die Bewaffnung zu schießen ist albern, sie wollen uns rammen. Das ist richtig. Allerdings sind sie leicht hinter uns. Wenn ihr einfach frontal auf sie schießt, dann sorgt das wahrscheinlich schon für Probleme bei dem Schiff. Na gut. Im Grunde wollen wir sie bremsen. Sie werden nicht schneller sein als wir. Ja, dann müssen wir auf Deck. Und wenn wir auf Deck müssen, wir sind im All unterwegs. Wie funktioniert das hier? Das ist erstmal kein Problem, denn die Spelljammer-Schiffe sind umzogen von so einer großen Luftblase. Die hat ungefähr die Form, aber etwas ovaler, sag ich jetzt mal. Wie heißen denn Ovale, wenn die dreidimensional sind? Naja. Ei. Bitte? Ei. Ei. Eine Sphäre. Also, ihr habt eine eiförmige Luftkugel um euch herum. Und diese eiförmige Luftkugel, die schützt euch. Ihr könnt da draußen erstmal atmen. Mhm. Völlig problemlos. Ihr werdet auch nicht abheben oder sonst was. Die Gravitation des Schiffes zieht euch ausreichend an. Diese Gravitationsachse ist in der Mitte. Und es ist halt bei Spelljammer so, dass wenn ein größeres Schiff, ein kleineres Schiff berühren würde, also die Berührung ist das Problem an der Sache, dann würde die Gravitation des größeren Schiffs greifen, das kleinere dann halt einfach in die Richtung umkippen, wenn die nicht eh auf der gleichen Ebene schweben. Mhm. Ich habe eine Frage für den Zauberspruch Dimension Door. Muss ich da vorher festlegen, wo der Ausgang ist? Also ich meine, ich weiß, dass ich irgendwo weg kann, aber wo kann ich hin? Ich glaube, das kannst du dir relativ frei aussuchen. Also so, das finde ich hervorragend. Das Problem wäre nur, wenn du in einen Occupied Space reingeraten würdest, also in einen Bereich, wo was drin ist, dann würde der Zauber scheitern und du würdest Schaden nehmen. Aber sonst kannst du dich erstmal 500 Feet, relativ weit also, irgendwo hin teleportieren damit. Ja, Captain? Ja, bitte. Haben wir eine Bombe an Bord? Eine Bombe. Bombe. Ja. Ha. Unter Umständen könnte ich mich, wenn wir das andere Schiff 500 Fuß rankommen lassen, mich auf dieses Schiff teleportieren, die Bombe da lassen, dann das Schiff verlassen und wir könnten es dann... Ihr müsstet mich dann bloß aus dem All wieder aufsammeln. Weil ich kann mich nicht wieder zurück teleportieren. Ein Vorschlag. Ihr versucht euch mitten ins Schiff zu teleportieren. Am besten wirklich konzentriert auf den Kern des Schiffes. Möglicherweise oder aller Wahrscheinlichkeit nach bei diesem Typ Schiff befindet ihr euch dann unterhalb der Kapitänskajüte und da haben sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Schätze gebunkert und ihr nehmt B mit. Weil? Das kann ich am meisten fragen. Hier ist übrigens die Bombe. Und richtig goblinhaft wirft er dir jetzt so eine fußballgroße Bombe entgegen. Ja, ich versuche sie zu fangen. Was dir auch gelingt. Also er ist offensichtlich geübt darin, Bomben zu werfen. Also sie fliegt schon relativ zentral auf dich zu. Also außer du würdest jetzt sagen, du bist der unsportlichste Astralelf aller Zeiten. Kannst Nein, das geht schon. Also geschickt bin ich. Gut, dann gelingt dir das auch so. Du hast jetzt diesen Fußball in der Hand. Bee fliegt hinterher und setzt sich oben auf diesen Fußball. Ist es möglich, noch andere Kreaturen mitzunehmen? Kann ich das mit dem Zauberspruch Dimension Ball mit meinem Also der Umhang, den ich habe. Ich habe ja den Cape of the Mountbank, der mich einmal pro Tag Dimension Door wirken lässt. Kann ich da jemanden mitnehmen? Ja, du kannst eine willentliche Kreatur, die so groß ist wie du oder kleiner als du ist, mitnehmen. Und wie viele davon? Wie viele? One willing creature, also eine. Mhm. Dann bist also du B. Mit. Ja. Ich hätte ja auf dem anderen Schiff hüpfen können, vielleicht hätte es geholfen. Hüpfen. Ich bin ja schwer. Ja, aber ich... Also, stimmt. Aber ich fürchte, das Schiff ist schwerer. Knapp. Okay.
bist aber auch eins von diesen organischen Lebewesen. Du musst atmen oder nicht. Dafür habe ich ja meinen schönen Anzug an. Ich habe da so einen Helm, den ich aufziehen kann. Ja, ja, du, aber der Elf, der jetzt mit durch diese Dimension-Door darüber will, wenn das Schiff explodiert, dann hast du doch auch keine Luft mehr. Oder? Ich habe eine Flasche mit Luft dabei. Und ich kann mit meinem Anzug atmen. Also dieses Schiff ist übrigens etwa 30 Tonnen schwer. Unseres ist 10 Tonnen schwer. Es ist schon deutlich groß. Und es ist jetzt auch etwa auf 500 Fuß ran. Ich habe nämlich tatsächlich Bottled Breath. Also ich kann eine Stunde lang atmen im luftleeren Raum. Ja. Ich hab Sonne kaputt gemacht. Das ist auf jeden Fall praktisch, aber der Fischtut würde das sozusagen jetzt gerade ersetzen an der Stelle. Aber wer weiß. Ja, aber ich habe keinen Fischtut. Der passt einem Nilpferd. Du glaubst doch nicht, dass dieser Astralkörper. Astralkörper. Es ist ein Astralelf, also habe ich auch einen Astralkörper. Klar. Den habe ich auch. Ja. Also, wir können das machen. Oder wir schießen mit einer Kaffeemaschine. Nun, ich denke, ein Ablenkungsmanöver von den anderen dreien, denn man kann eine Ballista nur zu dritt bedienen, wäre vielleicht nicht verkehrt für dein Manöver, oder? Ja, weil dann die Elfen alle an Deck sind, um zurückzuschießen. Nun, ich will nicht drängen, aber sie kommen näher. Sind sie auf 500 Fuß ran? Ja, seit etwa 30 Sekunden. Da sollten wir das tun. Ja, dann düsen wir mal nach oben. Wir düsen an Deck. Wisst ihr, was das Spannende ist? Ich habe diesen Umhang noch nie benutzt. Ich probiere es gerade das allererste Mal. Das ist toll, dann wirst du neue Erkenntnisse aus diesem Erlebnis ziehen. Ja. Vielleicht nur für einen kurzen Moment, aber immerhin werden sie neu sein. Ich habe eine Frage an euch. Ich habe eine Frage an euch. Wie labil sind eigentlich diese Körper? Das kann ich von meiner Seite aus nicht beurteilen. Von meiner Seite aus seid ihr alle ziemlich instabile Fleischsäcke, die ständig versuchen, sich bei jeder Gelegenheit selbst zu vernichten. Ja. Ich versuche das mal. Haben Sie schon mal etwas von Verstopfung gehört? Das ist eine furchtbare Sache, das tun den Körper sich selbst an. Wieso? Wir sollten jetzt vielleicht loslegen, bevor wir... Ja. Okay, wir düsen an Deck. Ja. Alle oder möchtest du jetzt deinen Plan umsetzen? Ich muss zumindest das Ziel sehen, oder? Okay, gut. Das heißt, ich gehe mit an Deck. Ja, ihr seht dieses Schiff, es sieht inzwischen auch schon recht groß aus, ist so auf 400 Fuß ran, was bedeutet, die machen ihre Kriegswaffen auch vorsichtshalber trotzdem schon mal schussbereit, denn jetzt wäre es möglich, darauf zu schießen, aber ihr wisst auch, dass es noch schwer ist zu treffen. Dann viel Erfolg. Gleichfalls. Solltet ihr von dem Schiff zerstört werden, werde ich natürlich versuchen, mich den Astralelfen auf dem anderen Schiff anzuschließen. Aber ich denke, das war klar. Das ist nur fair. Hm? Dann super Entscheidung. Drehe ich mich einmal im Kreis, schlag so dem Umhang über mich, wirke dein Menschenbohr und was zurückbleibt, ist so eine Qualmwolke, die so ein gelblich-schwefeliger Qualm und riecht tatsächlich auch nach Schwefel, wenn ich verschwinde. Macht so, puh. Und dann bin ich weg. Aber du mit diesem auch. Hamster verschmilzt dabei? Der hat dann sowas wie die Fliege, nur mit, als Hamster. Als Hamster hier so eingeschmolzen. Ja, man weiß es nicht. Ich werde es gleich herausfinden. Und nein, es ist kein Hauch von Lavendel, der zurückbleibt, sondern es riecht eher nach Schwefel und Pups. Okay, ihr drei, erstes die Entscheidung treffen. Ihr habt diese Ballista da. Wollt ihr schon einmal versuchen, darauf zu schießen, auf dieses andere Schiff?
Es wäre jetzt, wie gesagt, noch in der Distanz, wo ihr mit Disadvantage, mit Nachteil werfen würdet. Ja, wir machen das. Weil werden wir nicht. Wir sollen erstmal eventualisieren, wer jetzt als erstes am besten schießen kann. Genau. Kann jemand mit Bögen, Ballisten, ich glaube, ich kann das. Bestimmt. Sehr also gut. Ich meine, wer mit einer Armbrust schießen kann, der kann ja wohl mit allem schießen, oder? Dann werde ich assistieren. Finde ich gut. Okay, ihr beladet diese Ballista. Und dann darf Zor jetzt mit einem W20 plus 6 versuchen anzugreifen. Das bin ja ich. Mit, das bist du ja. Und, worauf möchtest du denn überhaupt schießen? Auf das Schiff, auf deren Bewaffnung, auf deren Leute? Auf ein Triebwerk kann ich sehen. So, ne? Also das Mottenschiff hat nach vorne kein erkennbares Triebwerk. Wenn, dann sind die hinten. Also du könntest jetzt praktisch versuchen, es hat sowas wie Augen. So musst du, das musst du dir wie so eine Klinge. Auf die Augen ist immer gut. Rechts und links sind sowas wie Fenster und Augen. Da könntest du natürlich versuchen, reinzuschießen. Go for the eyes, Zor. Dann assimiliere mir mal, dass wir die Augen treffen können. So, also ihr sagt jetzt mal, ob ich das alles so richtig mache. Womit schieße ich denn? Du wirfst jetzt mit dem W20 zweimal, nimmst das schlechtere Ergebnis und rechnest da plus 6 drauf. Einmal die 16 und einmal die 10, also 22 und 16. Also 16. 16 trifft. Dann darfst du 16. jetzt mit 3D10 Schaden verursachen. Das bist du da. Da haben wir einmal die 9, die 3 und die 4. 16. Okay, alles klar. Du schießt und obwohl die Distanz echt weit war und das andere Schiff noch nicht angefangen hat zu schießen, weil sie wahrscheinlich dachten, boah, auf die Distanz ist das vielleicht auch Verschwendung von Material, triffst du voll ins rechte Auge rein. Du siehst auch, wie das Grün da drin so zersplittert nach innen. Und obwohl es noch echt weit weg ist, kannst du auch erkennen, dass da so ein Astralelf steht und ziemlich erschrocken guckt, weil er hatte wohl gerade noch irgendwie sowas wie ein Tablett in der Hand oder sonst was. Und jetzt steckt da halt so ein Riesenstück Metall über seine Hand, was so ein bisschen so aussieht, als würde er versuchen, das zu servieren. Viel mehr Gestalten kannst du allerdings auch nicht sehen. Sauberer Treffer. Wir sind bei unserem Tepeiros und ihr landet mitten in einem Raum in völliger Dunkelheit. Denn in Drei-Punkt-Helden-Posen-Landung. Selbstverständlich. Selbst wenn es keiner sehen kann. Okay. Völlige Dunkelheit. Völlige Dunkelheit. Alles klar. Du hörst allerdings, Bee springt erstmal scheinbar runter von der Bombe. Der hat kein Problem mit der Dunkelheit. Und der es klingt wie Klimpern und Mampfen. Ich mach erstmal Licht. Und zwar, indem ich mich in einen astralen Drachen verwandle. Also, klar. Das heißt, mein Körper nimmt Drachenform an. Ich leuchte, bin halb durchscheinend. Da, wo die Gelenke sind, habe ich dann Sterne. Und verwandle mich in das Sternbild des Drachens und erhelle damit jeden Raum in 10 Fuß Reichweite. Ich hätte es auch noch heller machen können, aber ich denke, das reicht erstmal. Das Bild ist etwas irritierend. Du guckst nämlich runter auf diesen Hamster, der dich völlig erschrocken anguckt, während er weiter mit beiden Händen, also mit beiden Pfoten in seinen Mund Gold reinschaufelt. Und du hast auch das Gefühl, Bee ist schon mindestens 4- oder 5-mal so groß, wie er vorher war, aber er mampft immer so weiter und schaut dich dabei an. So ein bisschen irritiert, weil mit dem Drachen hat er nicht gerechnet, aber er kaut einfach das ganze Gold in sich rein. Bee, kannst du eigentlich da draußen atmen? Es sieht aus wie Nicken, aber er kommt nicht so richtig tief im Kopf runter, weil er gerade die ganze Zeit Zeugs in sich reinstopft. Und Bee wächst auch immer weiter. Es ist ein echt weirdes Bild von diesem Hamster. Befestige diese Bombe an der Wand. Mhm. Und dann warte ich, bis Bee fertig mit Fressen ist. Wie geil ist das denn? Ihr kennt doch diese Ballons, die mit Sand gefüllt sind, ne? Die man so kneten kann. Ungefähr das passiert in der Größe von einem Rind.
Wow. Die ist unglaublich gewachsen, randvoll mit Gold und allem, was er da gefunden hat, hat sich mega aufgebläht. Seine winzigen Flügel sind nicht größer geworden bei der ganzen Aktion, aber selber ist auf jeden Fall gewaltig gewachsen. Und es scheint mir auch nicht unbedingt schlecht zu gehen. Er kann sich nur nicht mehr so ganz so schnell bewegen. Er guckt dich an mit seinen Hamsteraugen, ein bisschen erwartungsvoll. Fertig? Alles klar. Wir gehen so weit wie möglich von der Bombe weg. Also so weit wie möglich zurück an die gegenüberliegende Wand. Langsam. Ja. Er ist dann halt so. Und dann mache ich, nehme ich so die Hand nach vorne und mache Produce Flame auf die Lunte von der Bombe. Ich nehme an, da es eine Goblin-Bombe ist, hat sie eine Lunte. Und es steht TNT auf der Seite. Oder Bam. Also tatsächlich steht Bam drauf. Und es hat auch eine Lunte, allerdings als die Lunte runtergebrannt ist, die ging unheimlich schnell weg. Du hattest erst einen Moment Schiss, siehst du, dass sowas wie so ein Timer losgeht. Und da steht jetzt noch so 10 Sekunden ungefähr. Ja. Wir sind nochmal bei euch. Das andere Schiff hat jetzt gedacht, okay, wenn ihr angreifen könnt, dann versuchen wir es auch mal. Aber die ersten 2 Schüsse von denen sind einfach irgendwo ins Weltall gegangen. Wahrscheinlich, weil sie nicht allzu häufig über Kopf versuchen zu schießen, ist nun mal ihr Plan gewesen, euch so rum anzugreifen. So dass ihr die Gelegenheit hättet, nochmal anzugreifen, wenn ihr wollt. Wie weit sind wir denn noch entfernt von dem Schiff? Das ist jetzt so auf 240, 250 Fuß ran. Man sieht ein Lächeln auf Sids Gesicht. Ja, das ist genau die richtige Entfernung. So ganz behäbig geht er auf die Knie und würde das Schiff anvisieren. Es dauert ein bisschen, bis er auf den Knien angekommen ist. Es quietscht ein bisschen. Ist nicht geölt, der Anzug. Und ich würde das Schiff mit meiner Muskete anvisieren. Und würde auf das andere Auge schießen. Alles klar. Lass mal es machen, das kann ich. Und dabei schaut er die 2 anderen an, lächelt euch zu. Ich erinnere mich da an so einen Scharfschützen-Feed, den du hast, ne? Wie bitte? Hast du nicht den Scharfschützen-Feed mit deinem Charakter? Auch richtig, genau. Gehst du volle Pulle, oder? Und das Schöne als GIF-Schiff ignoriere ich auch Nachteil bei Reichweite mit meinem Gewehr. 360 Feet weit ist eine schöne Distanz. Hm. Ich würde das 2. Auge anvisieren. Klar. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, ich nehme mein Gewehr in die Hand, ich ziele. Und es ist doch ein bisschen arg eng, mein Anzug, wenn ich auf den Knien bin. Und es zwickt im Hintern. Und in dem Moment drücke ich den Trigger und ich schieße wohl schön in den Wild Space irgendwo. Man sieht eine schwarze, dunkle Kugel fliegen. Es erhellt den Raum, aber ja, es zwickt ein bisschen. Ich sehe die Kugel nicht fliegen. Ich bin gerade abgelenkt. Lass der Anzug gleich. Wortaktion ist schwitzen. Und was möchte Jane machen? Jane betrachtet das andere, macht sich gedankliche Notizen und dreht sich dann mehr oder minder unbeteiligt weg und wartet auf das Bumm auf der anderen Seite. Weil alleine kann man die Waffe nicht benutzen. Und okay, alles klar. Die Zeit zählt runter. Bei Sekunde 3 gucke ich Bu an und sage, wie stark ist eigentlich die Bombe? Dann atme ich aus dieser Flasche ein. Und hoffe, dass es nur die Wand und nicht uns zerfetzt. Ja. Profis. Ich habe gedacht, dass ihr nur versucht, den Raum zu verlassen. Aber warum nicht in einem geschlossenen Raum? Ich dachte, das ist... Es gibt eine gewaltige Explosion. Ich hatte gehofft, dann mit der Luft aus dem Schiff rausgesaugt zu werden. Ich will ja da raus. Ja, also an die Wand, an die du das angebracht hattest, geht es halt nach innen ins Schiff. Und, oh, das ist doof.
Also erstmal siehst du das Loch. Diese Explosion klingt erstmal unglaublich laut. Tatsächlich geht diese Bombe aber gar nicht nach außen, sondern hat einmal ganz kurz nach außen detoniert und dann saugt sie sich zusammen. Was auch immer passiert ist, es implodiert und es gibt jetzt ein Riesenloch, also so ein locker 3 Meter durchmessendes, kugelförmiges Loch. Und du siehst, als du nach oben guckst, einen völlig entsetzten Astralelfen mit einem Helm auf dem Kopf, der jetzt so unterm Helm durchguckt und runter in dieses Loch schaut und euch beide da sieht. Ja, cool. Dann hau ich einmal den Moonbeam auf ihn, ehe ich mich verpisse. Im Schiff. Ja. Muss ich, da steht nicht, ich muss dafür draußen sein. Ja. Jo. Moonbeam, ich muss kurz gucken. Sekunde. Als hätte ich mir... Das wird lustig. Wo ist denn den Zauber? Verdammt. Ich hatte ihn mir eigentlich rausgesucht. Da. Oh, oh, der ist groß. Ist er eigentlich alleine da? Also du siehst gerade nur ihn und wenn da noch irgendwer anders war, dann ist er von der Bombe weggerissen worden. Alles klar. Also ich schau nach oben, denke an den Mond und ein mit 5 Fuß Radius 40 Fuß hoher Zylinder aus Mondlicht ballert auf ihn herunter und also nicht nur auf ihn, sondern alles auch, was über ihm ist, in diesem Radius. Also es trifft ja nicht nur ihn, sondern 40 Fuß nach oben. Trifft ihn. Und jetzt muss ich nur gucken, warum steht hier nicht, wie viel Schaden der macht? Dum, dum, dum. Ach so. 2W10. Das also ist gut. Ich muss einen Constitution Saving Throw machen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht gegen was. Gegen, warte, kann ich dir gleich sagen, 15. Okay, alles klar. Also gegen mein Spell-Dingbums. Einer 13 schaffe ich es nicht. Also voll. Da ist es gut. Und wenn oben noch jemand ist auf dem Schiff, der es auch abkriegt, dann kriegen die jetzt alle 17 Punkte Strahlungsschaden. Okay, alles klar. Gut, für euch andere sieht es von außen so ein bisschen so aus, als hätte jetzt gerade die Sternmotte eine ziemlich heiße Idee gehabt. Es ist halt dieser Lichtstrahl nach oben, den ihr aber allerdings schon mal gesehen habt bei ihnen. Das ist das erste Mal, dass euch der Zauber begegnet. Und danach wird es wieder dunkel und es qualmt so ein bisschen da oben raus. Das Schiff ist deswegen auch gerade nicht damit beschäftigt, irgendwie zu schießen, sondern ihr habt das Gefühl, die ihr sehen konntet, die jetzt inzwischen relativ nah sind, die an der Ballista jeweils waren, verschwinden alle ins Innere des Schiffs. Ja, ich versuche rauszukommen. Mit wie? Was schwierig ist. Was möchtet ihr denn von eurem Schiff aus machen? Gibt es da noch irgendwas Sinnvolles, worauf man schießen könnte? Seht ihr was? Die Flügel sozusagen, um lenkunfähig zu machen. Das Auge ist noch da. Möchtest du auch mal schießen? Ich bin besser in Unterstützung. Okay. Sollen wir noch irgendwo drauf schießen? Versuch's nochmal, ja. Sollen wir abstimmen? Ja? Dafür? Ja. Wundervoll. Hast du besser gemacht wie ich. Ach, du hast das fantastisch gemacht. Ernsthaft. Ich war total beeindruckt und das war nur Pech. Ich habe bestimmt gut ausgesehen. Fantastisch. Wirklich, wirklich absolut fantastisch. Ich werde den Anblick nie wieder vergessen. Nie wieder. So, schießen wir nochmal mit dem D20? Ja. Jetzt auch nicht mehr mit Nachteil. Ich hatte einen Nachteil. Ja, also nur ein D20. Nur einmal werfen. Okay, ich habe eine 18 gewürfelt mit 6, dann hast du 24. Sauber. Ich mag diesen Würfel. Okay, was wolltest du abschießen? Ich hätte jetzt Darkwing Duck, weil ich das eben gelesen habe, fast gesagt. Ein Flügel. Okay, alles klar. Du schießt in die
schwer zu verfehlenden Flügel dieser Motte rein. Du siehst, dass dieser Metallpfeil, den ihr da weggeschossen habt, durch den Flügel durchgeht. Die Membran ist nicht besonders dick. Das Schiff scheint es nicht ganz so sehr aufzuhalten. Und danach hört ihr, obwohl es relativ weit weg ist, also zumindest glaubt ihr, dass ihr es hört, weil es sieht so ein bisschen so aus wie ein Pling. Ein Pling, weil der Pfeil gegen irgendwas ditcht, das Funken auslöst und aus dem Schatten hinter dem Schiff, hinter diesem Mottenschiff, perlt etwas anderes hervor. Ihr hört auch über den Bordlautsprecher: Oh, das ist jetzt noch etwas schlechter. Für wen? Für die oder für uns? Erst für die, dann für uns. Und ihr habt schon mal, also noch nicht jeder von euch hat es schon mal gesehen, aber ihr habt alle schon mal davon gehört, von den Hammerhai-Schiffen. Das Ding ist noch mal größer als das andere Schiff und ihr wisst, die sind komplett aus Metall. Und die halten echt viel aus, diese Schiffe, werden häufig für Transporte benutzt oder aber, wenn man andere kaputt rammen möchte. Und das hat wohl genau den Plan gerade auch gehabt, nur mit dem Schiff der Astralelfen und taucht gerade dahinter auf. Und Tepeiros, du hast halt gehört, wie dieser Schuss, das irgendwie das Schiff getroffen hat, nicht groß beeinflusst hat. Aber jetzt hast du das Gefühl, dass die Luft schlechter wird. Also es ist ganz merkwürdig, so gerade war alles noch gut mit der Luft und plötzlich kippt sie komplett um. Also so, dass es richtig eklig wird, dass du eigentlich nicht mehr einatmen möchtest. Ja, dann, wie gesagt, atme ich durch meine Flasche ein. Dann brauche ich ja jetzt quasi eine Stunde nicht mehr zu atmen. Ich habe ja diese Flasche mit gefangener elementarer Luft. Der Dustin hört uns nicht mehr, glaube ich. Wir hören dich noch. Das jetzt, wir können das denn ich nicht sagen. Ich habe kein Audio-Output mehr. Ha. Oh. Das ist doof. Ist gut. Ich finde, der Spielleiter muss das auch gar nicht wissen, verändert, was wir hier tun, oder? Ich schreibe, warte, ich kann ihm doch eine Nachricht schicken. Das gehört ja auch immer dazu, dass irgendwas ich mal nicht funktioniert. Von euch. Aber ihr hört mich noch, ne? Ja. Ja. Hört man mich eigentlich noch, weil ich keinen Ja. Okay. Cool. Einmal kurz ganz leise, das hatte ich nicht verstanden, aber jetzt geht's wieder super. Man hört ihn wieder. Ich höre ihn ja die ganze Zeit. Ja, ich auch. Ja. Vielleicht muss er Twitch anmachen, dann ist er... Ha, da seid ihr wieder. Hörst du uns wieder? Ah. Ja. Ich höre doch gerade tatsächlich eine absurd schlechte Internetverbindung, laut meinen Anzeigen. Okay, Entschuldigung. Was wolltest du gerade sagen? dass ich meine Sachen benutze. Ich habe zwei Möglichkeiten. Den Spellslot möchte ich nicht dafür benutzen. Okay. Also atme ich. Und jetzt muss ich eine Stunde lang nicht atmen, weil ich in der Flasche halt so elementare Luft ist und die sauge ich ein und dann tada! Okay, du siehst allerdings ein Bienen neben dir so ein bisschen grün anlaufen. Ha, er braucht doch Luft. Hast du nicht, ich gucke ihn an und sage, hast du nicht gesagt, kannst da draußen atmen? Ha, ich... auch so ein bisschen. Das brauch ich doch den Spellslot. Schade. Ich mache eine Luftblase um ihn und mich. Also ich wirke auch sofort, dass er so. Ich wirke Air Bubble. Dieser leuchtende Drache und der fette Hamster sind jetzt in ihrer eigenen Luftblase. Ein schönes Bild. Ein hervorragendes Bild. Du hast auch das Gefühl, Elementarluft wieder zurück in die Flasche. Ist das oder ist sie jetzt weg? Also das Ding lädt sich ja wieder auf, aber so, na dann. Also das kann ich ab und zu kann ich das machen. Ihr auf dem anderen Schiff hört jetzt vom Kapitän, also das da drüben ist, also erstmal das
das Elfenschiff kann ich jetzt einordnen. Das ist Droban, also das ist Irida Kometenschweif. Dahinter ist Droban Sternschatten. Und das Schiff ist echt eklig. Der Typ ist ein Nekromant und der Großteil seiner Besatzung besteht aus Weltallvampiren und Untoten. Und die haben praktisch keine Atemluft da drauf, giftige Luft. Das ist ihre Taktik. Sie greifen andere Schiffe an, indem sie in deren Sphäre kommen. Und dann tauscht sich nämlich die Luft des größeren Schiffs mit dem des kleineren aus. Und es gibt nichts Größeres als diese Schiffe. Die Luft ist aber nicht entzündlich, oder? Nein, nur sehr giftig. Und ihr seht auch in diesem Moment, dass das andere Schiff gerammt wird. Und für dich, Tepeiros, dreht sich jetzt gerade einmal alles um, weil das Elfenschiff ja so schlau war, auf dem Dach zu fliegen. Und die jetzt von der Gravitation des anderen Schiffs gepackt werden. Alles kippt nach oben. Also auch B kippt jetzt in seinem vollen Gewicht mit dem Rücken nach oben gegen die Decke. B, wir müssen hier raus. Er nickt wie so ein Maikäfer auf dem Rücken liegend. Und dabei fallen so ein paar Goldmünzen aus seinen Backen. Ich helfe ihm auf, nehme die Goldmünze und stopfe die wieder rein. Und guck mich dann um. Wo kommen wir denn hier raus? Naja, das andere Schiff hat euch jetzt gerammt und es ist dir nicht sofort aufgefallen, weil du ja selber immer noch als Drache leuchtest, aber da ist jetzt ein Loch in der Wand. Wo das ist einfach auseinandergebrochen an der Stelle. Daraus, B, und dann... Also die Luftblase bleibt ja um uns drumherum. Genau. Wir bleiben eng zusammen und verpissen uns. Er kriecht durch die Lücke und fällt runter. Wie so eine dicke Made. Raus ins Weltall. Raus ins Weltall. Und können hoffen, wir die irgendwie die wieder einsammeln? Ich suche mir das war einen, so abgemacht. Ich suche mir ein Seil. Mach das an mir fest. Und setz mich in die Balliste. Wollte ich okay, schieß mich. Okay, ich sammle die jetzt ein. Kannst du atmen? Niedere organische Lebensform. Ich bin ein hochtechnologisierter Autognom. Ich benötige so etwas wie Sauerstoff nicht. Ja, dann, ne? Dann. Gut. Ich knicke meinen Kopf runter, damit der lange, spitze Hut wie eine Nadel nach vorne zeigt. Hoffentlich schläfst du mich nicht. Was für ein Plan. Ja. Ist ein super Plan. Okay, also du hast jetzt gerade das Ding geladen, sozusagen. Die anderen beiden müssen jetzt nur noch ausführen. Okay, dann wollen wir dich mal abschießen. Alles gut. Reicht eine 15, also 9 plus 6. Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich kann nur zerstören. Ich kann nicht rettend abschießen. Ich kann nur zerstören. Aber 15 ist doch richtig gut. Ist doch gut, ne? Ja. 15 ist super, das Seil also festgemacht? Ja. Ja, ich habe es doch gerade festgemacht. Da hat sich Shane drum gekümmert. Ja, aber nur an dir oder auch irgendwann? Nein, auch am Schiff. Das macht jetzt was halt viel Sinn. Okay, B fällt gerade schon so ein bisschen raus. Du guckst noch so hinterher, als so knapp unter B irgendwas ins Schiff rein donnert und er fällt praktisch einfach so auf diesen Pfeil drauf, der da steckt. Shane, du wirst von oben von einem sehr fetten Hamster getroffen. Ah! Hallo, Shane. Ich bin hier, um euch abzuholen. Großartiger Plan. Ich halte den Hamster fest, ich halte mich an Shane fest. Und jetzt? Jetzt ziehen die anderen uns hoffentlich zurück, wenn sie den Plan verstanden haben. Hast du es nicht mit ihnen abgesprochen? Es war keine Zeit, behaupte ich. Ha. Im vollen Bewusstsein, dass ich es einfach nur vergessen habe. Du steckst mit deinem Kopf im Schiff. Arbeiten. Ich. Dann zieh meine Mütze heraus, aber nicht ab. Nicht ab. Au, nicht abknicken, meine Mütze, nicht abknicken. Ja. Und dann plumpsen wir alle drei aus dem Schiff raus. Ich habe leider sowas wie Gedankenübertragung oder sowas nicht. Also wir würden kräftig ziehen.
Ja, ich würde sagen, ne, auf drei. Also das Mottenschiff neigt sich jetzt auch so ein bisschen zur Seite. Da ist ja sowieso schon alles runtergepurzelt, aber es bricht immer weiter auseinander. Sagen wir auf eins. 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 Aufgeregte Geräusche, die organische Lebewesen machen. Eins. Dann macht mal beide einen Athletik-Check, bitte. Das noch. Faszinierender Plan. Ich schaue mich um. So, das Konstitution oder? Athletik. Das ist eine andere Spalte. Okay, das mit dem Punkt. Eine 15. Okay, das ist schon mal gut. Gott sei Dank muss ich die Probe nicht würfeln. Ach da, oh Gott. Ja, wer lesen kann, ist klar. Ich habe eine 4 gewürfelt. Das ist nicht ganz so viel. Okay. Ihr schafft es, die auf jeden Fall rauszurucken. Plus 3 irgendwie. Für dich, Chain, ist es vielleicht am auffälligsten. Die anderen beiden haben ja diese Bubble um sich herum. Aber die Luft verschwindet jetzt. Es ist keine Atemluft mehr da. Es wird irgendwie kalt. Ganz schön doll. Aber ihr steckt jetzt praktisch gerade irgendwo im Raum dazwischen. Das Elfenschiff ist jetzt inzwischen komplett entzweigebrochen und dieses Riesenschlachtschiff dahinter aus Metall wühlt sich da durch und kommt näher. Ihr werdet etwas schneller gezogen, als das Ding fliegt. Ihr wisst aber auch, das ist nicht mehr super weit weg von eurer Luftblase. Und zumindest dir, Tepeiros, ist klar, was jetzt gleich passieren könnte, wenn die noch näher kommen. Das Schöne ist, ich habe Luft in meiner Lunge. Dem Hamster könnte es schlecht gehen. Zieh doch auch an dem Seil. Also, Chain. Also. Frage: Wir sind schwerelos. Haben wir Rückstoß, wenn ich jetzt zum Beispiel Firebolt oder Magic Missile benutze? Absolut keine Ahnung, aber ich fände es mega cool, also ja. Grundsätzlich funktioniert Rückstoß, ja. Also wenn ihr irgendwas habt, was Energie weglenkt von euch, werdet ihr weggestoßen. Na dann. Dann, okay, festhalten, Fleischlinge, Firebolt. Okay, perfekt. Du hast ja auch ein Ziel vor dir, dieses andere Schiff, das du jetzt die ganze Zeit mit deinem Zaubertrick beballerst. Ja. Und ihr werdet immer so ein bisschen weggestoßen. Das Blöde für die anderen beiden ist, ihr macht jetzt bitte nochmal einen Athletik-Check, aber im Nachteil, weil das Seil ja jetzt immer wieder entspannt wird, dann angespannt wird und es total schwer ist, jetzt vernünftig zu ziehen in dieser Situation. Jetzt habe ich eine 7 gewürfelt. Sonne, hör auf, mich umbringen zu wollen. 7. Ich kann nur zerstören, ich kann nicht retten. Ich glaube, das ist eher schlecht für die als für uns. Dieser Plan hat offensichtlich Lücken. Könnte sein. Könnte ich denn von der Reling hüpfen mit dem Seil in der Hand? Ja, es ging nicht. Du meinst, du machst dich selbst zum Anker? Ja. Ich hätte sogar ein Mitschnitten-Video. Wer braucht einen Plot? Ich bitte dich, wer zur Hölle braucht einen Plot, wenn er uns hat? Okay, mach. Es scheint wohl so nicht ganz zu funktionieren. Ich setze mal meinen Helm auf. Und ich packe meinen Helm, der an meinem hinteren Schulterblatt befestigt ist, auf. Ziehe ihn an. Ihr müsst euch vorstellen, auch sehr eng. Man sieht meine Backen. Die bilden sich da drin schön ab. Und zwei wunderschöne Schläuche gehen von meiner Nase nach hinten in eine Flasche. Ich packe das Seil. Vertraut mir, das wird gut gehen. Und stampfe, so schnell ich mich bewegen kann, los. Es quietscht dabei ein kleines bisschen. Ja, und in einem sehr eleganten Moment schwinge ich mich über die Reling.
bleibe so ein bisschen hängen an Holz und Latex, quietscht ein bisschen, es bremst und ich stürze mich beim Stolpern kopfüber mit einem Seil in der Hand runter. Brauchst du einen Wurf von mir? Für was? Für Fallen? Also dieses Schiff hat übrigens keinen Mast oder so etwas, ne? Aber du hast Glück. Du springst ja jetzt gerade auf der anderen Seite sozusagen runter und das Seil bleibt sozusagen in diesem Reling-Bereich, der um die Ballista ist, hängen, sodass ihr werdet plötzlich mit einem Riesenruck weggeritten, relativ kurz, bis er dann plötzlich im luftleeren Raum verschwindet und die Gravitation verschwindet und ihr hängt jetzt sozusagen so ein bisschen wie so zwei Christbaumkugeln neben. Aber auf jeden Fall wieder weiter weg. Und wer ist denn jetzt überhaupt noch auf dem Schiff? Das ist jetzt gerade nur noch Soa, oder? Ich frage mich gerade, ob ich mit der sexy Stimme mich irgendwohin absetzen kann. Ja. Also du hörst die Stimme des Kapitäns. Nun, das ist dann wohl der Moment, in dem wir Gas geben sollten. Oh und Gott! Das funktioniert verdammt schnell. Also es sieht jetzt eher so aus, als würden die beiden Christbaumkugeln hinter eurem Schiff her schlackern. Die treffen dich nicht, aber es wird kurz sehr schnell. Ihr verschwindet aber auch relativ schnell aus dem Wirkungsbereich dieses anderen riesigen Schlachtschiffs, was ganz gut ist. dann hörst du vom Kapitän so, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir die wieder hochkriegen. Ja, ich schaff das schon irgendwie. Also das mit diesem Impulsantrieb fände ich ganz gut. Ich unterstütze das mit und wirke. Wir sprechen uns einmal kurz ab. Du machst das weiter mit deinen Zaubern. Aha. Und ich unterstütze das. Bei drei. Eins, zwei, drei. Firebolt. Windstoß. Das ist relativ ineffektiv, aber ihr macht das halt. Es sieht zumindest schön aus. Als du jetzt mit ihr gesprochen hast und ihr euren Plan geknüpft habt, ist euch auch aufgefallen, ihr seid scheinbar jetzt auch beide wieder, also ihr könntet miteinander kommunizieren, ihr seid wieder in der Luftblase drin. Das Problem ist jetzt halt nur, dass dementsprechend auch wieder Schwerkraft auf euch wirkt. Ihr werdet noch hinterhergezogen, fallt ein bisschen runter, aber jetzt müsstet ihr halt einfach nur wieder hochklettern eigentlich. Und das vielleicht. Ja, gut, das können wir ja machen. Ja, das kriegen wir schon hin. Dann klettern wir jetzt Stück für Stück hoch. Dafür müssen wir Athletikwürfel, nehme ich an. Ja. Gnomelfe und ziemlich fetter Space Hamster versus Nilpferd, ne? Ich habe eine 16 gewürfelt. Mhm. Nein, es ist. Oh Gott, es ist keine 1. Aber es ist eine sehr zerkratzte 7. Okay. Muss ich auch würfeln? Ja, bitte, stimmt. Na los, ihr müsst gegen die Ziehkräfte anwirken. Ziehkräfte? Gegen die Ziehkräfte? Hä? Was redet das? Ich versuche mal einfachere Wörter für dich zu finden. Ja. Und was ist es? Eine 9, sorry. Eine 9. Okay, alles klar. In dem ganzen Hauruck-Verfahren wirst du tatsächlich ein bisschen runtergezogen, Sid, während die anderen weiter nach oben kommen. Es rutscht jetzt so ein bisschen rum. Irgendwann erreichen sie, aber dann da oben die Reling können sich hochziehen. Du schwuppst noch mal ein bisschen nach unten, aber zu dritt gelingt es ihnen dann irgendwann, dich da wieder hochzuziehen. Ich bin übrigens immer noch dieser leuchtende Drache. Ja, also die anderen haben dich ja schon mal so gesehen. Ihr seid ja schon eine Weile so unterwegs. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du das machst, ne? Aber es sieht auf jeden Fall imposant aus.
Ja, aber mach mal das Licht aus, du blendest. Oh, Verzeihung. Und dann steht da wieder der normale Elf. Also nein, kein normaler Elf. Der Astral-Elf. Während ihr das so macht, kriecht auch diese Hamstermade langsam die Treppen runter. Und übergibt sich in den Schatzraum. Ja, also ihr hört auch solche Geräusche. Und es klimpert, es klingt ein bisschen eklig. Ihr könnt nachgucken, wenn ihr wollt, aber das wollt ihr nicht unbedingt. Nein. Ja. Der Kapitän ruft euch auch wieder zurück. Oh, ich denke, es ist wieder ein guter Moment, dass ihr vielleicht noch mal zu mir kommt. Jetzt sollte der nicht sagen, dass noch jemand angreift. Naja, was war denn mit dem anderen Raumschiff? Ich meine, jetzt wo das eine platt ist, kommt also der bestimmt nicht hinterher, sehen. Oder? Entweder das ist nah dran und wieder unsichtbar oder verdammt weit weg. Okay. So gechillt, wie er gesprochen hat, sollten wir vielleicht ein bisschen schneller gehen. Ja, ich fürchte sowas auch. Hm. Nach Ihnen. Ich mache so schnell ich kann. Das dauert mir dann zu lange und ich dränge mich dran vorbei. Ich slalomme sowieso um euch herum, weil ich so klein bin. Man sieht mal nur so ein Stück Hut, was so an euch so vorbei ja. zieht. Es kribbelt kurz angenehm an Sids Arschbacke, als du vorbeigehst und dann der Hut einmal dran. Chip sitzt auf seinem Stuhl. Neben ihm seht ihr noch so die letzten Münzen, die aus diesem Hamster rausfallen. Er hat einen ziemlichen Berg jetzt daneben gemacht. Aber einen goldenen Berg. Und Münzen hat er auch ausgeborgt. Und hüpft wieder auf den Cowboy-Hut hoch. Jetzt kann er auch wieder fliegen. Interessant. Ja, also das habt ihr eigentlich erstmal ganz gut gemacht, würde ich sagen. Es war nicht hundertprozentig nach Plan, aber es ging. Nun, das heißt, erstmal. Ich denke nicht, dass irgendjemand für solche Situationen überhaupt einen Plan parat hat. Gut improvisiert. Die Bombe hätte an der Außenwand sein sollen. Sie ging nach drin. Ihr hättet mal sehen sollen, wie der gegnerische Captain komisch geguckt hat. Das können wir später analysieren. Ich werde gerne behilflich sein. Also, das andere Schiff haben wir hinter uns gelassen. Das ist auch ganz gut, denn ihr habt die Luft wäre echt dick geworden. Jetzt haben wir es aber geschafft. Wir sind jetzt an der Front. Das Elfenschiff ist ausgeschieden. Das andere wird uns nicht einholen können, außer wir verlangsamen. Allerdings beschleunigen wir auch relativ stark auf das da. Und er zeigt wieder aus dem Fenster, aus dem er vorhin schon mal gezeigt hat. Und ihr seht jetzt dieses riesengroße, unheimlich hell leuchtende Ding, das sich wie so ein Komet bewegt. Was allerdings auch euer Ziel ist. Das ist gut, schätze ich. Ja, also ich denke schon. Ich habe noch nicht oft versucht, auf so etwas zu landen. Aber grundsätzlich... Wir müssen da drauf landen? Naja, es ist nicht wirklich klar, was wir da eigentlich machen müssen. Ich meine, es sieht heiß aus, aber die anderen Schiffe sind ja auch irgendwo gelandet und nicht verglüht. Lass uns überraschen. Andererseits kenne ich auch keinen, der vor 25 Jahren dabei war. Richtig. Verglüht. Auf jeden Fall müssen wir da sehr prätentiös arbeiten und deswegen sollten wir das ganz genau ablunden, wie wir das machen. Moment, was meintet ihr mit verglüht? Ein Prozess, bei dem ein Gegenstand sehr, sehr starker Hitze ausgesetzt wird und sich auf molekularer Strukturebene verändert. Eine exotherme Reaktion. Mhm. Und das passiert, wenn wir da landen. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, wenn man auf einem Feuerball landet, dass man verglüht, ist relativ hoch.
Davon haben meine Väter mir nichts erzählt. Und das wollt ihr tun? Nein. Okay. Nun, wir müssen auf jeden Fall eine Entscheidung treffen. Steuern wir einfach auf das Ding zu? Oder habt ihr irgendeine andere Idee? Vielleicht sollten wir in eine Art Gleitflug gehen. Um uns langsam von hinten zu nähern? Was sagt unser Latexmann dazu? Ich verstehe nicht, warum die organischen Kreaturen wieder lachen. Von hinten klingt gut. Dann sollten wir uns langsam und vorsichtig von hinten nähern. Nun, wenn es von vorne einfach in uns reinrammen würde, wäre das auch nicht so gut für uns. Dann wäre Verglühen unser letztes Problem. Warum genau machen wir das hier eigentlich? Wir werden alle sterben. Das ist richtig. Aber es ist eine spannende Erfahrung. Also zumindest ihr. Also zumindest für euch trifft es zu. Ob das auch auf Chain zutrifft, kann ich gar nicht sagen, weil ich nicht beurteilen kann, ob Chain lebt. Auf mich trifft es nicht zu. Ich gehe wieder in die Astralebene zurück. Es tut mir irgendwie leid für euch. Ja. Können wir das irgendwie vermeiden? Können wir jetzt vielleicht uns einen Plan ausdenken, wenn wir da so ein bisschen dichter dran sind, der vielleicht den Tod so ein bisschen ausschließt? Wir sollten ja erstmal in Reichweite kommen. Ach ja, ein bisschen dichter ran, Gleitflug, smooth, also finde ich, das ist ein guter Vorschlag, machen wir so. Okay. Captain natürlich, also wenn Captain das sagt, machen wir das so. Das können wir durchaus machen. Nun gut, und er macht genau das. Also er so weit weg, dass er das Gefühl hat, jetzt verglüht man nicht sofort, wenn man zu nah dran ist, aber geht sozusagen auf so einen Parallelflug mit ein bisschen Abstand, kommt auch langsam so in die Umlaufbahn von diesem Asteroiden, der da vorbeifliegt, ist schon ein großer Stein und brennt ganz schön doll. Ist warm. Wer hat sich diesen scheiß Wettbewerb eigentlich anfangen lassen? Hat es irgendjemand mit so einer großen roten Nase? Oder irgendjemand, der sein Gold nicht gerne teilt und deswegen gewinnt man einfach nie. Ja, wir schauen mal. Angeblich trifft man auf einen Drachen in der Nähe dieses Kometen, habe ich gehört. War es nicht so, dass der Komet auch gleichzeitig der Hort ist oder sowas? Das sagen die Legenden. Nett. Na dann, gucken wir doch mal, ob wir mit diesem Drachen reden können. Mit dem Legendendrachen. Also so von Drache zu Drache, ja, mach du das mal, finde ich gut. Ich bin wieder ein normaler Elf. Ja, aber ich habe es ja gesehen. Haben wir noch 4 Stunden Zeit, bis wir da sind? Ihr könntet jetzt erstmal so im Parallelflug einfach dranbleiben. Ich fände es ganz gut, wenn ich 4 Stunden Zeit bekommen würde. Dann wird das andere Schiff vermutlich da sein. Das große, böse, aus Metall mit den Untoten drauf. Nimmt er denn bei dem Wettrennen überhaupt teil oder war das Zufall? Das war das dritte Schiff, ja. Oh. Dann ich habe kein Problem mit giftiger Luft, aber ihr. Du reitest da ein bisschen drauf um. Ja, ihr seid schon wirklich echt zerbrechlich. Also ihr wisst aber auch... Wenn man einen Schraubendreher und ich zeig dir, was zerbrechlich ist. Ihr wisst aus den letzten Jahren auch, also wenn das war, das Event, es ist halt, wie gesagt, nur alle 25 Jahre, deswegen gibt es nicht so super viele Zeugen, aber es ist immer so gewesen, dass ein Schiff es geschafft hat, sich dem Ding zu nähern. Es wird halt nur nicht darüber geredet, was dann danach passiert ist. Und sie sind auch immer alle wiedergekommen. Mal mit, mal ohne Schiff, mal so. Aber irgendwie scheint es möglich zu sein. Ja, dann. Vielleicht ist ja das Feuer eine Illusion. Das ist möglich. Wir werden es herausfinden. Ich bin einmal ganz kurz aus dem Bild raus und gleich wieder da. Ihr könnt ja weitermachen. Mein Charakter hockt sich tatsächlich in eine Ecke und fängt an zu meditieren.
Wenn es 4 Stunden dauert, habe ich Glück gehabt. Wenn nicht, dann nicht. Also ich fange mit der elfischen Meditation an. Nun wisst ihr, ich bin ja jetzt auch im Moment eigentlich ein Kapitän ohne Besatzung. Und jetzt habe ich gerade euch, genau, aber ich habe auch auf euch gebaut. Nun gut, ich kannte euch nicht, ich habe eigentlich auf mich gebaut. Aber ich habe auch auf uns gewettet, denn die Quoten waren wirklich mies für uns. Und deswegen wäre ich auch ein großer Fan davon, wenn wir das hier hinkriegen. Herr Kapitän, ich habe da eine Frage dazu. Bitte. Was ist eigentlich mit der letzten Crew passiert? Mit meiner letzten Crew? Naja, Sie sind alleine. Das ist richtig. Allerdings hatte ich ganz schlichtweg keine Lust mehr auf Reisen. Ich war die letzten 10 Jahre einfach auf dem Felsen und habe mir ein bisschen die Ruhe angetan. Das würde ich auch sagen. 10 Jahre nicht mehr als Captain. Ich meine, es ist ja nicht so, dass da irgendwie technische Innovation dazwischen wäre oder sowas. Wer hat das hier ausgesucht? Wie alt bist du, Kindchen? Fast 30. Okay. Dann werd noch ungefähr 100 Mal so alt, dann bist du ungefähr so alt wie ich. 10 Jahre sind nichts. Was etwas weird wirkt in dem Moment, als er das ausspricht, weil ihr hättet jetzt gesagt, für einen Goblin, also mittleres Alter. Ich finde das alles viel. Ich bin 1 Jahr, 23 Tage, 5 Stunden und 30 Minuten und 20, 21, 22, 23, ja, ich glaube, mit der Jahre alt. Du bist auch aus Heilblech gefertigt, spielt Zeit, glaube ich, keine Rolle. Ja, in der Tat. Ich werde wahrscheinlich noch existieren, wenn ihr schon lange zu Humus geworden seid. Darf ich dir einen Tipp geben? Das sind so Dinge, die man nicht so unbedingt erwähnt. Wie das mit den vielen Leichen bei meiner Erschaffung. Mit den Leuten, die deren Inneres nach außen und verstehe. Das könnte erklären, warum manche Leute so ungern mit mir reden. Ja. Okay. Ja. Und was ist deine Geschichte, Sid, richtig? Ja, bitte. Ja. Lass uns was anderes hören. Ich hatte ein ganz einfaches Leben. Ich bin auf dem Felsen groß geworden. Hab an den Docks beladen, entladen und war bei Luigi. Tag ein, Tag aus. Einfach, glücklich, quietschend. Hast du schon immer diesen Anzug? Als ich ihn mir leisten konnte. Technische Innovation war das Neueste, was es am Felsen gab. Hast du ihn seitdem jemals ausgezogen? Er sitzt so gut. Das war wohl die beste Antwort, die man hätte geben können. Zeigt so durch das Fenster, durch das er immer zeigt. Und ihr seht, dass ich egal, ob da was zu sehen ist oder nicht, ne? Er tritt immer auf dieses eine Fenster und dann ist er da. Immer alles hinter diesem einen Fenster. Allerdings ist es auch das einzige Fenster. Wo soll er hin sein? Huckt, ja. Hör! Ihr seht, dass der Schlappensonne!
Das Glühwürmchen da draußen an einer Seite. Kann jemand bitte einen Clip aus Schluckensonne machen? Also ich nur. ich find's gut. Also ihr seht, der Asteroid da draußen verändert ein bisschen seine Farbe an einer Seite und zwar schon so in die Richtung, in die ihr fliegen würdet, wenn ihr euch jetzt nähern würdet. Geht so also jetzt nicht so richtig eisblau, aber irgendwie kälter. Eventuell ist das Zeichen, dass man hier landen kann. Oder wir verglühen. Wir sind raus. Haben wir irgendwelche Sensoren oder sowas? Also irgendwas, wo man... Ihr könntet mich mit einem Thermometer noch einmal reinschießen. Klar. Möchtet ihr euren Autognom nochmal auf das Ding schießen? Von hinten wie ein Thermometer auf den Asteroiden schießen. Ich würfel auch besser als eine 7, versprochen. Das war eigentlich ein Witz, aber wir können das gerne machen. Ich finde die Idee großartig, sie ist kreativ, sie ist konstruktiv und... Ja. Und das Thermometer macht dann einfach so... Es ist ziemlich heiß. Genau, wenn der kleine Plöppel rauskommt, ist das gut. Ja. So ein Bratenthermometer. Könnte wehtun. Ich habe zum Glück keine Schmerzsensoren. Ich nehme an, ich komme in diesem Ding nicht dazu, dass wir 4 Stunden Pause haben, ne? Du kannst nur weitermachen, solange wir das Thermometer rausschießen und dann überlegen, wie wir unsere Blechdose wieder zurückkriegen, wenn das Seil durchgebrannt ist. Also ich glaube, wir sind ein bisschen beschäftigt. Haben wir Stahlbeine? Ich als Spieler genieße einfach das Schauspiel, während mein Charakter... Was wünschen die Damen und Herren? Ja, ich finde, wir machen das jetzt. Schießen. Also den Plan mit dem Schießen oder soll ich da drauf zufliegen? Ich möchte dich genau ranfliegen, damit wir schießen können. Und ich freue mich so auf eine ganz lange Zusammenarbeit, dass wir ganz lange in Team arbeiten, damit ich dich noch auf ganz viele andere Dinge schießen kann. Das könnte ein neues Hobby werden. Willst du mit mir schießen? Nun gut, ich habe schon viel erlebt. Das ist neu. Aber warum nicht? Ach, da wo wir herkommen, macht man das ständig. Haben wir eventuell etwas, was nicht aus Seil besteht, sondern das in die Hitze eventuell besser widerstehen könnte? Eine Kette. Stahlseil? Eine Kette. Nehmen wir das, nehmen wir die Kette. Wir schießen Chain mit einer Kette. Ja. Möge ich das Glied in einer Kette voller glücklicher Ereignisse von hinten kommen. Oh, Phrasenschwein, das wird ja immer wilder. Ja, Entschuldigung. Okay. Ja gut, er geht auf eine Flugbahn nah genug dran, dass ihr schießen könntet. Habe ich ein Thermometer? Ja. Ist das ein Braten- oder ein Fieberthermometer? Du wusstest noch nie, was du mit diesem Thermometer wolltest, weil du es schlichtweg selbst nicht brauchst. Aber du hast tatsächlich seit Ewigkeiten eins dabei. Cool. Du wolltest es immer schon mal irgendwo einführen. Es war nur nicht klar, dass heute ist der Tag sein würde. Dieser Tag geht als Thermometertag in die Geschichte ein. Ja. Sag mal, Drunk Monkey Emo, bereust du schon? Hier mit dem Therapiesitzung hier. Ist nicht mal so. Ich
fühle mich ganz wohl. Würde ich jetzt auch sagen, blinke zweimal. Jen, hast du noch irgendwelche letzten Worte, die ich revidieren kann, wenn mich Leute fragen, was du zu deiner Heldentat noch gesagt hast? Ich denke, es hat noch niemals ein Gnom ein Thermometer in etwas so Heißes eingeführt. Ich schreibe mir das auf. Okay. Ich mache meinen Kopf wieder nach unten, damit ich schön zu Das sollen die letzten Worte sein? Also, das soll man von dir erzählen. Ja. Die heiße Einführung. Aber wir sind wieder bei dem Song von vorhin, den können wir dann als Heldensong für dich singen. So. Ne? Chain, a gnome they call Chain. Hit into the street. Und naja, an den Text arbeiten wir noch. Ist mir alles recht. Herrschaften, wir werden jetzt auf einer entsprechenden Distanz. Aufopferung ist Teil meiner Subroutinen. Auf. Das ist okay. Wundervoll. Komm, das meintest du doch mit kreativ, oder? Ihr müsst jetzt schießen. Ihr müsst schießen. Sonst hängt Chain die ganze Zeit auf dieser Balliste fest und nichts passiert. So. Sid, du passt mit auf, dass die Kette nicht wegflutscht, ja? Ja. Wunderbar. Ich habe eine 15 gewürfelt. Eine 15, okay. Wir sind wieder bei Zerstörung. Mit einer ist es ja, oh, ach so, du wolltest das Ding kaputt machen. Das war mir nicht ganz klar. Tief einführen. Mit einer 15 schießt du Chain erfolgreich mitten in dieses blaue Licht rein und Chain, du hast den Eindruck, es ist erst sehr, sehr kalt, dann wird es wärmer, aber nicht unangenehm. Und du rammst in irgendwas rein, wahrscheinlich Stein oder sonst irgendwas, aber du bleibst erstmal an irgendwas hängen und es glüht jetzt nicht wild um dich herum. Ha! Ich wickel, um meinen Hut aus dem rauszukriegen, wo auch immer ich gerade drin stecke. Und mal zu schauen, wo ich bin. Okay. Also, um dich herum erstmal viel Stein. Du siehst allerdings auch, wenige Meter entfernt ist sowas wie ein Eingang, würdest du sagen. Höhleneingang ist ein bisschen das falsche Wort, weil alles um dich herum relativ hell leuchtet. Also du hast mehr so das Gefühl, also du bist in irgendwas Festes reingestoßen worden, aber ob das jetzt Stein ist oder eher was Kristallines, was ein bisschen nachgiebig war. Es könnte auch sowas wie Sand sein. Aber es gibt sowas wie ein Eingang. Bitte? Was sagt das Thermometer? Das Thermometer sagt so 35, 36 Grad. Ha! Ist ein gesunder Abschied. Gut, ich versuche weiter, mich zu befreien von meiner Position und auf den Füßen zu landen. Mhm, was tatsächlich klappt. Also die Gravitation hat sich jetzt entsprechend dieses Asteroiden verändert. Du kannst laufen. Allerdings musst du dir jetzt was überlegen, weil du hast ja diese Kette noch an dir dranhängen. Ja. Es ruckt schon ganz schön. Dann rucke ich an der Kette. Oh, Chain will zurückgezogen werden. Los, hilf mir! Ich habe das Zeichen bekommen. Also, eins. 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 Also, es ist schon ein bisschen nervig. Wie sie so an dir rumrucken. Du musst dich schon ganz schön festhalten. Aber die Gravitation von dem Planeten ist tatsächlich relativ hoch. Also du wirst schon ganz schön nach unten gezogen. Das merkst du gerade. Also nicht Planet, aber Asteroid. Die Gravitation ist höher als auf dem Schiff vorher. Mhm. Sodass sie halt nervig an dir rucken, aber dich nicht wirklich davon runterkriegen. Ah. Oh. Ich habe das Gefühl, wir ziehen uns mehr ran an den. Was machen wir denn jetzt? Wir sind auch nicht in Sichtweite, ne? Also wir können mich nicht sehen. Doch. Okay, und auf dem Boden ist Sand, hast du gemeint. Es ist mehr so ein Schatten jetzt gerade auf diesem Ding, aber ihr, also Gestik und Mimik würde funktionieren. Ja, Gestik würde funktionieren. Und auf dem Boden ist Sand. Wie Sand. Okay, dann fange ich an, rumzulaufen
und laufe in den Sand ganz groß landen. Okay. Okay. Kann einer von euch lesen? Ich meditiere, aber ja. Steht das hier irgendwo? Nein, natürlich könnt ihr lesen. Ich weiß es nicht. ja, ihr seht das Wort landen. Da steht landen. Wenn ich noch genug Zeit habe, dann laufe ich unten drunter 37 Grad. Wir sollen in 37 Grad Winkel landen? Naja, der Captain wird sich davon nicht auskennen, oder? Ich habe ein C hinten dran geschrieben, aber du kannst das gerne missinterpretieren. Ja, gut, ich denke mal, unser Thermometer funktioniert. Blüht nicht, sieht gut aus. Also. Ich finde, wir sollten jetzt ganz schnell zum Captain gehen. Der steht ja praktisch neben euch, ne? Also er sitzt neben euch, der lenkt ja das Schiff. Ach so, ich dachte, wir wären wieder zu der... Ach so, stimmt. Gegangen. Entschuldigung. Ja. Ich gebe meinem Captain Bescheid. Ich komme mit und wir gehen schneller. Nein, ich bleibe bei der Kette. Du hast völlig recht. Jemand muss aufpassen. Beeil dich. Ja. Ich habe 4 Stunden Zeit. Ja, also. Das ist easy. Bis der beim Captain ist, ist meine 4 Stunden Meditationszeit vorbei. Ich mache mich auf den Weg zum Captain, so schnell ich kann. Okay. Du kommst runter und also für Tepeiros, für dich war es schon die ganze Zeit so ein bisschen störend in deiner Meditation, weil du hörst schon wieder, dass dieser Hamster wieder anfängt, die Münzen zu fressen. Du kommst runter und siehst halt diesen Hamster, der wieder so richtig aufgebläht ist. Anscheinend noch ein bisschen dicker als das, was du vorher gesehen hast. Er hat jetzt wahrscheinlich die Schätze, die auf dem Schiff waren, auch noch gefressen und jetzt komplett in sich drin. Und Chip sagt zu ihm, B, das ist jetzt der Moment, um mal zu zeigen, was du drauf hast. Und klopft so oben auf ihn drauf und ihr seht, dass B plötzlich total zusammenschrumpft und jetzt nur noch ganz normal groß ist. Oh. Also hamstergroß. Ich mache so ein Auge auf. Das würde ich auch gern können. Was davon? Beides. Auf Hamster klopfen, größer oder kleiner werden oder Gold essen? Beides. Groß, all klein, das. Essen. Und also, B kann das nur einmal am Tag. Deswegen hat er es möglicherweise gerade noch aufgespart, weil er dachte, vielleicht braucht er das noch. Aber kenn ich. Wisst ihr, B ist ja kein normaler Space Hamster. Er ist ja nicht mal ein normaler, also er ist ja auch tatsächlich sogar ein gigantischer. Allerdings wurden Versuche an ihm gemacht. Die Flügel haben die ja normalerweise auch nicht. Und die Versuche haben dazu geführt, dass er mehr oder weniger sowas wie eine Art Back of Holding geworden ist. Und einmal am Tag kann er seine Körperform zusammenschrumpfen. Ich würde auch sagen, nimm B vielleicht mit, denn der Schatz muss ja irgendwie zum Drachen. Ich ihn in die Hosentasche stecke. Wie lange kann er diese kleine Form beibehalten? Solange er möchte. Oder das ist gut. Wollt. Ich nehme B und stecke ihn in die Tasche. Es sollte vielleicht kein Fieber messen bei dir. Bei wem? Bei dir. Wenn der Drache gleich fragt, hast du deinen Hamster in deiner Tasche oder freust du dich, mich zu sehen? Ja, ich denke, wir sollten gehen. Kombi, wir gehen. Okay. Also der Spaziergang nach unten hat halt so lange gedauert, dass ihr schon so ein bisschen näher dran gekommen seid. Er konnte ja durch sein Fenster auch sehen, dass da steht landen. Hat also einfach mal beschlossen, das mache ich jetzt auch. Das ist ein geiles Fenster. Das Fenster ist der Hammer. Das beste Fenster aller Zeiten. Ich kann alles sehen durch dieses Fenster. Es ist aber auch so ein 180-Grad-Fenster. Ne? Also man kann schon wirklich viel sehen durch dieses Fenster. Window of Viewing.
Widow. Noch nie so ein durchsichtiges Fenster gesehen. Also, ihr landet mit dem gesamten Schiff auf diesem Planeten und ihr merkt auch, die Gravitation wird plötzlich so ruckartig schwer, als ihr das berührt. Das ganze Schiff wird so ein bisschen runtergezogen, ne? So ein bisschen, als wäre irgendwie so, als wäre was weiß ich, ein Sofa auf dem Schiff von oben drauf gedonnert oder was, wenn das so ein Film ist. Und ihr merkt selber, dass ihr auch schwerer werdet. Jetzt nicht so, dass es unendlich unangenehm ist, aber ihr müsst euch das so ungefähr wie doppelte Schwerkraft vorstellen. Ui, kann ich noch laufen? Deine Muskeln packen das, weil du relativ stark bist, ne? Aber doppelte Schwerkraft heißt, ihr seid doppelt so schwer. Ist also schon anstrengend, zumindest jetzt da, wo ihr gerade seid. Tatsächlich ist der ganze Boden, es ist ein bisschen sowas wie Sand, allerdings seht ihr auch, der Sand ist schon ein bisschen ungewöhnlich, also der funkelt so ein bisschen im Licht. Und es gibt diesen Eingang, das sieht ein bisschen so aus, wie als würdet ihr so eine Art Wespennest betreten. So die ganze Optik von diesem Ding hat so ein bisschen was von Wespennest. Was für ein heimeliger Ort. Gigantische Weltraumwespen. Freut ihr euch schon drauf? Ich bin sehr gespannt, welche Informationen wir da drin finden. Folgt mir, ich gehe vor. Wir sind nicht verbrannt. Kann mich einer von der Kette abmachen? Ja, ich mache das. Ich bremse nicht, nachdem ich gesagt habe, folgt mir, gehe ich los. Und ich erwarte, dass mir gefolgt wird. Ich komme hinterher. Okay. Ihr wandert also rein in diesen Höhleneingang und ihr merkt doch, was hier so ein bisschen ungewöhnlich auch ist. Normalerweise, weil das ist ja jetzt eigentlich im Boden, ne? Ja, eure Schwerkraft hat sich ja verändert und ihr lauft jetzt praktisch ganz normal über den Boden und dann kommt dieses Loch im Boden. Aber ihr könnt, ihr merkt schon, als ihr euch nähert, praktisch einfach über die Kante gehen und seid immer noch aufrecht. Also der Boden zieht euch sozusagen an. Nett. Cool. Praktisch. Ihr lauft rein und es ist also einfach irritierend hell. Von allen Seiten leuchtet es einfach weiß um euch herum. Und als ihr so ein paar Schritte weitergegangen seid, seht ihr in der Mitte eine Person stehen. Die steht jetzt gerade so ein bisschen versetzt, so im 90-Grad-Winkel einfach an der Wand sozusagen, ne, zu euch, die ihr euch beschlossen habt, relativ nebeneinander zu bewegen und wartet auf euch. Eine Frau müsste so, würdet ihr jetzt schätzen, etwa so groß sein wie Tepeiros. Unheimlich lange, wasserstoffblonde Haare und hat ein langes weißes Kleid mit so goldenen Sprenkeln drauf an. Ziemlich hübsch, aber so ein Resting Bitch Face. Merke ich nicht, Elfen gucken alle so. ständig, das ist bei den Natural Feed. Guten Tag, nehme ich an. Kommt auf den Planeten an, würde ich sagen. Da sind wir doch. Und die Sonnen und Monde. Nun ja, das ist ja kein Planet. Willkommen. Ich kann das jetzt gerade nicht so gut darstellen, aber sie hat praktisch keine Mimik. Bei allem, was sie sagt, alles gleich. Wir sind hier wegen... Wir sind hier. Die 25 Jahre sind wieder rum auf eurem Stein? Ja. Verstehe. Nun, normalerweise bringen die Leute mir Geschenke mit. Ich hole Boo aus der Tasche. Boo? Dein Auftritt. Okay, du setzt Boo auf den Boden, klopfst einmal auf ihn drauf. Boo dreht sich zu dir um und guckt dich entrüstet an, dass du ihn gehauen hast. Die Geschenke, Boo. Jetzt denkt sie, wir haben ihn nicht gebracht. Was soll ich mit einem Hamster? Sekunde, kommt gleich. Boo, du musst jetzt die Schätze abgeben. Ja, du siehst so kurz und in Boos Gesicht und fängt an, Gold zu kotzen. Ein Riesenberg, es wird immer mehr, es sieht auch etwas weird aus, weil das wirklich wie so ein Springbrunnen aus diesem winzigen Hamster rausschießt, weil ja auch keiner gesagt hat, der soll vorher wachsen.
und bergeweise Gold sich einfach vor ihm häufen. Also selbst diese Gestalt in der Mitte, die Dame, sieht überrascht aus. Ich auch. Stimmt, der Hamster heißt B. Und ja. Ich halte den Hamster so fest und ziel so ein bisschen, dass das Gold so verteilt wird. Im Moment heißt er mehr Boah als B, aber egal. Okay, also sie folgt auch mit ihrem Blick die ganze Zeit. Es geht so der ganze Kopf mit. Und es sieht schon irgendwie hübsch aus, wie das ganze Gold da so rumplätschert. Und sie lässt sich dadurch ein bisschen hypnotisieren in dem Moment. Gleichwertig. Da kommt noch was. Ja. Also, Sid, du stehst ja so ein bisschen dahinter. Sieht halt wirklich geil aus, wie er diesen Hamster so vor sich hält, so ungefähr auf Hüfthöhe. Und das Gold die ganze Zeit da rausschießt. Und er dann die ganze Zeit sich dabei so bewegt. Und sie auf der anderen Seite euch anschaut und total beeindruckt ist von dem Anblick. Hast du auch noch nicht gesehen. Wir alle nicht. Du kommst ja so ein bisschen hinterher. Ich glaube, das hat niemals irgendjemand gesehen. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Irgendwann fällt die letzte Dukate aus dem Mund heraus. Ich schüttel mal, ob noch was rauskommt. Wange und zieht noch zwei, drei Münzen raus und dann guckt er wieder zu dir hoch, hat hier so einen Sabberfaden runter. Und ich packe ihn wieder in die Tasche. Beeindruckend. Also auch ein beeindruckender Schatz. Das ist, ich glaube, doppelt so viel, wie mir beim letzten Mal gebracht worden ist. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tada! Ich gehe davon aus, dass die letzten Gruppen sich nicht geäußert haben, was hier so passiert, richtig? Nein. Das ist gut. Das soll auch ruhig ein Geheimnis bleiben. Ich habe keine Lust, dass hier hinterher alle möglichen Hinz und Kunze aufschlagen. Alle 25 Jahre ist es ganz nett, mal einmal zu lachen. Und genau darum geht es hier doch auch. Ihr kommt hierher, ihr bringt Geschenke, ihr amüsiert mich. Und wenn ihr das gut macht, dann werde ich mich revanchieren. Wenn wir irgendwas können. Bis jetzt läuft es gut für euch. Nun gut, möchte einer von euch anfangen? Vier Aufgaben habe ich für euch. Vier Aufgaben? Kriegen wir vorher gesagt, welche Aufgaben das sind? Damit wir die besten Leute aufteilen können? Okay, deine Aufgabe, sie steht da kurz und nimmt so eine Denkerpose ein, allerdings immer noch ohne Mimik, was halt weird aussieht ohne Ende. Lasse etwas verschwinden vor meinen Augen. Ich? Ja, ihr dürft euch gerne austauschen, wie ihr das machen wollt, aber du musst es ausführen. Okay, können wir jemanden einen Zaubertrick beibringen? Können wir uns kurz ungestört besprechen? Muss es aus der Existenz verschwinden oder aus der Sicht? So wie ich es gesagt habe. Vor den Augen verschwinden, also nur verschwinden. Okay, so. Ach, eine Frage noch. Sagt, seid ihr schon lange unterwegs? Ich habe gehört, dass, ich fasse es mal als Humanoide. Oder was auch immer du bist, zusammen. Braucht ihr erst eine Pause? Pausen helfen immer. Allerdings ist ein zweites Schiff unterwegs. Und die sind nicht sehr nett. Wir möchten hier keine körperliche Auseinandersetzung mit dem anderen Schiff riskieren, indem wir Zeit verschwenden. Ist es das da? Und sie zeigt so durch das Loch, durch das ihr gekommen seid. Und man sieht in der Distanz tatsächlich auch dieses Riesenschiff, das sich hier materialisiert. Echt unangenehme Leute. Ja, sollten uns. Sie stinken und sie sind untot. Tatsächlich kann ich es sogar fast riechen. Echt widerlich. Sehr unangenehm. Was ist das? Giftige Luft, weil es untote Vampire, also nichts lebt da drüben.
Also die sind nicht so gut im Amüsieren, würde ich mal sagen. Und es ist giftig. Also, ja. Also wenn es nicht lebt, ist es so etwas wie Müll. Ja, kann man so sagen. Könnte man entsorgen. Ja. Um ehrlich zu sein, nicht alles, was nicht lebt, ist Müll. Die aber etwas, schon, das mal gelebt hat. Eben, etwas, das mal gelebt hat und es nicht mehr tut. Also es sind Leichname. Die können, ehrlich gesagt, entsorgt werden. Oder Kadaver. Sie haben es nur noch nicht gemerkt, dass sie aufhören sollten, herumzulaufen. Die lachen bestimmt nicht mehr. Wird man sie vermissen? Niemand. Nein. Ernsthaft? Nein. Okay, dann werd doch bitte so freundlich und wenn ich gleich da draußen bin, mach die Augen zu. Ja, sicher. Okay. Also, ihr würdet sowieso nichts mehr sehen, wenn ihr gucken würdet. Deswegen rate ich euch nur, das ist gut für eure... Ihr habt doch Netz heute. Ja, schon. Einige zumindest. Die schon. Ja, wird hell. Ja, ich mach die Augen zu. Okay, und sie geht in diesen Gang rein und ihr seht auch, dass diese Person, also die eher menschlich, vielleicht auch ein bisschen elfisch aussah, durch diesen Gang durchgeht, aber tatsächlich sowas wie ein Schatten jetzt zieht in diesem trotzdem so ultra hellen Raum. Und dieser Schatten ist schon groß. Und während sie da so rausgeht, wird der immer größer, echsenhafter vielleicht sogar, während sie sich aber eigentlich nicht verändert. Und als sie vor dem Höhleneingang ankommt, ruft sie noch kurz über die Schulter, jetzt die Augen schließen. Und dann gibt es eine gewaltige Lichtexplosion, so hell, dass ihr, obwohl ihr die Augen zu habt, in dem Moment denkt, ach du Scheiße, ist das hell. Und ihr... Schade, dass wir unserem Captain nicht Bescheid gesagt haben. Um den tut es mir irgendwie leid. Naja, es ändert ja an seiner Stimme nichts. Er hat bestimmt einen tollen Blick vom Fenster aus. Er sieht alles durch dieses Fenster. Auch das. Ja, es war ein kurzer Moment verdammt hell. Dann spürt ihr kurz so ein Rumoren, habt ihr den Eindruck? Und irgendwas kracht auf diesen Asteroiden drauf. Hui. Im kleinen Moment wird es unangenehm warm. So ein bisschen so, als wäre man jetzt gerade in so eine Dampfsauna reingelaufen und kam gerade aus dem Schnee. Das verschwindet aber nach wenigen Sekunden wieder. Und sie kommt zurück. Ich habe die Augen immer noch zu. Ihr dürft ruhig wieder gucken, entschuldigt. Ja. Sind sie entsorgt? Ja. Hervorragend. Eigentlich so, dann besprechen wir uns so angenehm auf meinem Asteroiden, wie hier jetzt gerade. Hm. Ihr guckt euch jetzt auch mal in dem Moment, also einfach mal in Ruhe die Wände eigentlich an, was ihr da eigentlich so seht. Und eine Zeit lang habt ihr gedacht, das ist einfach alles nur Licht. Weißes Licht irgendwie um euch herum, was aus irgendeinem Grund vor Konturen gibt oder sowas, über die ihr euch bewegen könnt. Ihr seht aber auch, dass es sieht so aus wie so goldene Schlieren, die ganze Zeit wie in so einer Schneekugel um euch herum oder vielleicht eher noch wie so einer Lavalampe um euch herum schweben. Praktisch kreisrund, als würdet ihr euch halt wirklich in einer Kugel bewegen und der Boden ist auch relativ kugelig, habt ihr den Eindruck. Also man hat immer das Gefühl, dass man so ein bisschen aufeinander zukippt, nur dass ihr halt nicht kippt, weil die Schwerkraft euch halt immer nach unten zieht. Ihr steht alle sozusagen mit den Köpfen näher als mit den Füßen zueinander. Und sie sagt, okay, nachdem wir das nun erledigt haben, ich würde euch doch tatsächlich anbieten, bevor wir mit euren Aufgaben loslegen, gut, jetzt kennst du deine schon, aber da hast du einen kleinen Moment länger Zeit, um darüber nachzudenken, dass ihr euch doch vielleicht erst wirklich einmal ausruht. Das war doch bestimmt anstrengend, hierher zu kommen. Ja, durchaus. Okay, dann würde ich euch anbieten, ja. Dort, und es öffnet sich einfach so mitten im Raum, sowas wie eine Tür. Aber eine weiße Tür aus Licht geht auf. Dahinter ist es ein bisschen schattiger, immer noch Licht da drin, aber nicht mehr ganz so weiß. Und wenn man so reinschaut, hat man schon den Eindruck, als würde man ja einfach in sowas wie eine Unterkunft eintreten. Mit Betten an den Wänden, die ihr da auch sehen könnt. Wenn hier nur alle 25 Jahre jemand vorbeikommt, kann das sein, dass sie so Langeweile hat, dass sie uns hier behalten möchte? Wollen wir nicht jetzt... Wir gehen jetzt einfach... Na, dann können wir uns besprechen. Ja, dann. Ja, ich habe nur Angst, dass wir da nicht wieder rauskommen. Das
Schnauze. Glaubst du ernsthaft, wenn wir das nicht wollen würden, würden wir hier wieder rauskommen? Glaubst du echt, es macht nur Unterschied, ob wir da reingehen oder hier sind? Fair enough. Okay, okay. Sie hat gerade eben dieses ganze Schiff auf den Asteroiden gestürzt und verdampfen lassen. Du hast ja recht. Schon gut. Ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Ja, dann gehen wir da rein. Okay, ihr geht rein und also ihr kennt diesen Anblick. Manche Planeten bewegen sich in sowas. Ihr kennt das auch unter dem Begriff Mittelalter. Ne, alles so Holz, die Scheiben sind da, aber das ist relativ undurchsichtig. Die Betten sind voll mit Gänsefedern und sowas. In sowas landet ihr. Was etwas auffällig ist, wenn ihr durch die Fenster guckt, seht ihr dahinter halt nichts, einfach nur weißes Licht. Und als ihr die Tür schließt, hat sie keine Tür mehr, der Raum. Ihr seid jetzt praktisch in einem quadratischen Raum mit 4 Betten, 4 Truhen, einem großen Tisch, randvoll mit Essen. Richtig gutes Essen sogar. Alles, was ihr euch wünscht, mehr oder weniger. Es ist tatsächlich ein bisschen irritierend. Ihr guckt auf den Tisch und findet, wonach ihr sucht. Ich will ja nicht Parasit sein, aber mir kommt das hier so ein bisschen suspekt vor. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Ein bisschen. Also ich glaube, dass wir es... Also die Legenden stimmen. Sie ist ein Drache. Ja, und die Leute kamen aber auch, es kam immer irgendeine Gruppe zurück. Daher glaube ich wirklich, dass wir uns hier nur ausruhen sollen. Die aber nie was darüber erzählt hat, bist du sicher, dass das die Gruppe war, die da auch hingeflogen ist? Es wird eine interessante Erfahrung sein, das festzustellen. Ich denke auch. Das kann man auch nur sagen, wenn man ein Objekt ist. Aber gut, lasst uns essen. Also, wir essen was, du darfst zugucken. Ja, ihr dürft gerne euren Zyklus von Einnahme und Ausscheidung beginnen. Ja, und an einer Sache davon darfst du teilnehmen. Je länger ihr euch auf das Essen konzentriert, desto mehr riecht es auch nach dem, was ihr da seht. Ne, vorher war der Raum relativ geruchsneutral, obwohl schon viel da lag. Aber es riecht schon gut. Sag mal, Soa, als wir letztens in dieser Kneipe waren und du mit jemandem Karten gespielt hast, ich hatte den Eindruck, als wäre Teil des Einsatzes, der auf dem Tisch lag, irgendwann vor den Augen aller verschwunden. Also, wenn sowas mal passiert wäre, also rein hippokratisch, wäre ich das vielleicht nicht selbst gewesen, aber ich könnte es ganz eventuell nachmachen. Das finde ich gut. Bist du da gut drin? Ich bin in vielen Dingen gut. Natürlich, wir können das ja jetzt mal, soll ich das mal mit den, was ist, sind das da Weintrauben oder sowas, soll ich das mal ausprobieren? Nehmen wir mal an, ich halte so eine Weintraube hin. Kannst du die verschwinden lassen? Okay, kann ich. Das ist Sleight of Hand im Normalfall, ne? Sleight of Hand. Gucken wir nochmal auf den großkotzigen Charakterbogen. Dritte von unten bei den Skills. Da. Oh, ich habe einen Punkt davor. Das ist schön. Und 16 plus 3 und würfeln. Was war das mit der 16? Du hast einen Punkt davor und du hast nur plus 3 da stehen? Also, das ist ja das da oben dann in dem Kreis drin. Ne? Sleight of Hand gibt dir den Proficiency-Bonus von 3 und es gibt nochmal deinen Dexterity-Bonus. Auch 3. Mhm. Also okay. Plus 6. Plus 6. Das wusste ich. Ich habe eine 3 gewürfelt. Ich habe immer noch eine Weinprobe in der Hand. 20 Zahlen drauf. 20 Zahlen drauf. Eine 3. So, also eine 9. Du kannst ruhig anfangen. 9. Es ist okay, du kannst anfangen. Ich bin bereit. Mit Weintrauben geht das nicht so gut. Wir sollten es benutzen. So etwas, was ein bisschen glatter ist. Mich? Vielleicht ein bisschen groß, oder? Aber glatt. Wie wäre es mit einem Cracker? Cracker ist fast wie ein Goldtaler. Und ich könnte ja einen Goldtaler dann verschwinden lassen, wenn ich diesen Cracker verschwinden lasse. Ein Cracker ist aber nicht glatt, der ist rauer als eine Weintraube. Scheiße, mag keiner. Das ist so eine Menschenregel, weißt du?
Andererseits, das ist eine Menschenregel für Menschen. Vielleicht könntest du mich verschwinden lassen. Soll ich dir auch auf den Kopf hauen? Nein, wenn wir nur lange genug Pause machen. Ihr habt das doch mit dem Umhang gesehen. Ich kann... Dann bin ich woanders. Aber ich dachte, das geht nicht so oft. Shane, du hast doch schon einmal... Shane, dir schwirrt so durch den Kopf. Also für dich ist Sprache der Menschen ja manchmal, also zumindest so, wenn sie was anderes meinen, als sie sagen, irritieren. Aber sie hat ja gesagt, lass etwas. Und sie hat das etwas nochmal wiederholt, vor meinen Augen verschwinden. Ich fürchte, wir werden uns auf Objekte beschränken müssen. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt einen Cracker. Dann versuch nochmal. Ich nehme einen Keks und leg den auf meine Hand. Cracker geht immer besser. Wie wär's mit Essen? Psst, du willst doch nie meinen Trick verraten. Also, Achtung. 12. Was hast du gesagt? 12 bis 6. 18. 18. Das ist über meine Perception, also über meine Passive Wisdom. Ich hab's also nicht gesehen. Es ist mit Sicherheit unter ihrer Passive Wisdom. Ja, also easy going. Es darf halt nur keine Weintraube sein. Alles klar. Wir sollten einen Cracker übrig bewahren. Ich bin soweit zufrieden. Ich hocke mich in die Ecke, gehe in den Schneidersitz, fange an zu meditieren. Sehr gut, dann gehe ich jetzt in den Aufladungsmodus. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan, wir haben einen Plan. Ihr dürft natürlich auch noch essen, aber ja. Ja, ich übe meine Fingerfertigkeit beim Essen. So. Okay. So, besser und besser. Alles klar. Ihr nächtigt, ihr schlaft hervorragend. Die Betten sind unglaublich bequem. Tatsächlich hättet ihr nicht gedacht, dass so mittelalterliche Sachen überhaupt so bequem sein können. Ihr pennt echt wie Steine. Richtig, richtig gut. Und das Essen war auch wirklich hervorragend. Und es bleibt auch alles drin, es war nicht vergiftet oder sonst irgendwas. Wenn jemand von euch an Toilette denkt, dann erscheint tatsächlich eine kleine Tür an der Wand. Der Raum der Wünsche. Durch die ihr gehen könnt. Und dahinter ist eine Toilette. Sehr cool. Und wenn wenn Soa an mir vorbeigeht, um auf Klo zu gehen, dann ich stehe ja einfach im Raum und habe mich seitdem nicht mehr bewegt. So geht an mir vorbei. Ausscheidung. Dann gehe ich wieder in. War das lecker. Nom, nom, nom. Cool, wenn man essen kann. Ja. Ich hoffe, dass irgendwann diese Pause vorbei. Ja, also irgendwann seid ihr so weit, dass ihr alle eine lange Rast absolviert habt. Ihr könntet also euch überlegen, wie jetzt aus dem Raum wieder rauskommt. Ich klopfe an die Stelle, wo die Wand ist. Wir wären dann soweit. Du denkst darüber nach, dass es cool wäre, wenn da eine Tür wäre, und es erscheint eine Tür. Ja. Hoffentlich ist es die richtige. Dann öffne ich die Tür und wir gehen dahin. Ja, ihr kommt raus. Hier ist eine Tür. Wir werden in den Weltall gesaugt. Ich denke, eine Tür ins Void. Ja, die Tür geht auf, ihr kommt auch wieder einfach in diesen Raum rein. Sie ist jetzt gerade nicht da. Euch fällt auch auf, dass sie sich bis jetzt nicht vorgestellt hat oder irgendwas. Kommt aber in dem Moment, als diese Tür aufgeht, dann den Gang entlang. Also sie war wahrscheinlich außen. Ah, habt ihr gut genächtigt. Und jetzt hat sie tatsächlich richtig viel Mimik. Okay. Hervorragend. Ja. Vielen Dank. Könnt ihr uns sagen, ob unser Pilot euer Licht überlebt hat und noch sehen kann? Ja, das hat er. Das ist gut. Also beides? Sowohl kann er noch gucken? Es geht ihm ziemlich gut. Hervorragend. Na dann. Ein Keks. Und wir werden ihn verschwinden lassen. Magic Hands. Ich bin sehr gespannt. Das habe ich doch gehofft. Hm? Es ist natürlich nicht nur irgendein Keks.
Ganz kurz, bevor du das anfängst, geht Jane zu dir hin und klopft dir so auf die Schulter, dass du das, du schaffst das schon. Aid war das, ne? Hast du nicht auch göttliche Führung? Das hab ich. Ach so. Das kommt auch noch. Gut. Aid jetzt kommt alles an Unterstützung. Mit Aid kannst du alle buffen. Ach, alle? Ja, du kannst 3 Leute buffen auf Level 1 und auf Level 2 dann 4 Leute und so weiter. Die kriegen dann immer einmal pro Runde einen D4 zusätzlich, den sie auf einen Angriff, eine Probe oder einen Rettungswurf schmeißen können. Ja gut, also im Moment ist es allerdings für die anderen nicht so richtig. Wobei, aber wozu der Geiz? Ich verteile das dann halt. Wir schaffen das alle! Chaka! Ja. Und gehe so bei allen hin und touch euch mal an. Aber fühlt sich schon gut an. Also es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, weil es wie so eine wie so ein Elektroimpuls sich anfühlt, dass du das bekommst, so als wäre halt was Maschinenhaftes irgendwie an dir aktiviert worden, aber es dreht so ein bisschen deinen Adrenalinspiegel hoch und du fühlst dich konzentrierter. Ich flüster dir noch ins Ohr, konzentrier dich einfach sehr gut. Wenn du das nicht schaffst, werden wir alle sterben und wirke Guidance auf sie. Okay. Es ist ein ähnlich berauschendes Gefühl, fühlt sich aber ganz anders an, so ein bisschen so, als hättest du so entfernte Erinnerungen von Sternen oder so etwas gerade in deinem Sinn gespürt, die dir irgendwie helfen, dich noch besser zu konzentrieren, sodass du weißt, die beiden helfen dir auf jeden Fall gerade. Okay, dann werde ich jetzt diesen explodierten Keks in die fein seidene Ebene überführen. Mit Magie. Ich weiß gar nicht, ob die Effekte überhaupt stacken können. Hat noch nie einer versucht bei mir in der Gruppe. Während sie das macht, übrigens, mache ich noch mit Druidcraft rund um uns drumherum, also um meine Hand, vor ihren Augen, überall flattern so Myriaden Schmetterlinge rum und Blätter fallen runter. Also es ist wirklich so, es ist totales Chaos, eigentlich so Funken und Schmetterlinge und Blätter. Die Assistenten sind alles, die wichtigsten. Alles Mögliche und über Wheel kanalisiere ich noch meine Energie zu dir. Du kannst auf die Probe, die du gemacht hast, noch einen W6 draufpacken. Okay, wir sehen den Spatz, wir sehen die Kanone. Ich habe eine 18 gewürfelt. Plus ein W6 plus 2 W4 reicht mir. Es gelingt. Wunderbar. Nichts verschwinden. Sie ist einen Moment irritiert, auch weil ihr einfach in dem Moment so 2 Schmetterlinge ins Gesicht geflogen sind, als sie gerade eigentlich gucken wollte. Es gelingt. Und sie sieht dich an. Ich dachte erst, das wird lahm. Aber das wird gar nicht. Tada! Das ist die Magie. Wer von euch möchte als nächstes? Vielleicht, wenn der schnellste und geschickteste und gewandteste von uns. Und ich zeige auf Sid. Okay. Okay. Es tut mir ein bisschen leid, denn die. Denkt dran, es ist ein Spiel. Besiege deinen inneren Schweinehund. Und in dem Moment, wo sie es ausspricht, schält sich praktisch dein Schatten hoch und ihr habt jetzt praktisch einen zweiten Sid da stehen. Ja. Dürfen wir helfen? Ich habe gesagt, was zu sagen war. Also ich finde, du musst deinen inneren Schweinehund besiegen. Du schaffst das, Sid. Mach es mit Worten. Unterstützung. Den einfach auf den Schatten einzuprügeln, ist, glaube ich, zu einfach. Es muss irgendwas Cooles sein. Du musst mit Worten. Was ist deine größte Angst? Wir werden sie erfahren. Worauf machst du am wenigsten Bock? Steuern. Tanzen. 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 Ein Dance Battle. Yes! Dance Off. Ja, oh, ich finde es eine gute Idee. Wir kriegen zwar eine Plagiatsklage von Marvel, aber warum nicht ein Dance-Off im Weltall?
Ein Dance of Imperator. Wir müssen jetzt bloß Musik hier irgendwie hinkriegen. Kann ich mit Druid's Craft auch Geräusche machen? Eigentlich? Ja. Ja. Ich glaube, sensorische. Ja, sensorische sind mehr so Vibrationen. Aber sagen wir mal, dieses ganze Zeug um dich herum kannst du ja zum Vibrieren bringen. Und das bringt schon so zumindest sowas wie Klänge. Wenn du jetzt sagst, du möchtest dem Ganzen Impulse geben, dass du zumindest sowas wie ein Beat hast, ja. Das kriege ich hin. Dann? Ja. Sit, dann beschreib mal. Mach ich jetzt Mutter. Noch recht zaghaft am Anfang würde ich noch, bevor ich loslege, eine Wasserflasche aus meinem Rucksack nehmen, dass ich etwas mehr smoothiger bin, weniger quietsche, während ich tanze. Und würde das in einer sehr eleganten Bewegung, also ihr seht mich so ein bisschen anfangen, die Flasche in meiner Hand, ich gieße da so ein bisschen das Wasser über mich, schüttel meinen Kopf. Das Wasser läuft an mir herunter und je tiefer es fließt, desto unquietschiger werde ich. Und man hört dann halt bei jeder Bewegung so ein bisschen statt dieses Quiek, Quiek. Tanzt. Ich schaue vollkommen entgeistert zu. Ich feiere das so hart. Habt ihr schon mal einen Hippo-Schatten kotzen sehen? Also der Schatten schrumpft vor Scham in sich zusammen. Du tanzt so vor dich hin, bist auch voll im Groove, merkst es gar nicht. Oh ja, ich ich nehme Elderons Hinweis und mit Druid's Craft lasse ich es an der Stelle wie so eine Dusche regnen, wo er ist. Ich hauche ein, öffne weit meinen Mund. Ich benutze das, was keiner aussprechen kann. Prestidigitation, ja. Ja, und mache Glitter um ihn. Wow. Also sie sagt, wow. Jedes Mal, wenn ich diese Probe gemacht habe, dann haben sie immer versucht, ihren Schatten anzugreifen. Das habe ich noch nie gesehen. Und also deswegen vieles sind davon habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, vieles davon möchten wir auch nie wieder sehen. Und vieles davon werden wir nie wieder vergessen. Wir sind es auch noch nicht. Kann ich auf das Angebot mit dem Augen ausbrennen noch mal? Ja, also sie hat so legendäre Attacken, das kann sie sogar 4-mal in 6 Sekunden, wenn du möchtest. Um Gottes Willen. Scheiß jemand an. Das gilt auf jeden Fall als bestanden. Was auch immer das war. Fühlt sich. Wer möchte denn jetzt? Kein Druck für euch, ne? Also. Nicht so gut wie wir. Was sagst du, Jane, du oder ich? Heben wir das Beste für den Schluss auf. Mach du. Ha, na gut. Da bin ich jetzt dran. Lasse jemanden vor meinen Augen verschwinden. Fehlt auch der Hamster? Ich frag nur. Ist der eigentlich noch da? Ich gucke in meine Tasche. Der guckt hoch. Also Sid, du hast das vorhin auch gesehen bei der Show davor, als die ganzen Blätter da rumgeflogen sind, hat er aus der Tasche rausgeguckt und total gestaunt. Er fand das richtig toll, das Spektakel. Beim zweiten ist er jetzt in der Tasche verschwunden und es ist auch ein bisschen feucht in deiner Tasche. Ich hoffe, weil er gekotzt hat. Gut. Sätze, die man selten sagt. Ja. ich glaube, das kriege ich hin. Sid, du bist klein genug. Stehe ich mal. Nein, nicht Sid. Vergiss es, Sid. Du bist zu groß. Shane!
Du bist klein genug. Ich konzentriere mich. Dann mache ich zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen, wie ist das, wenn ich selber in meinem Moonbeam stehe? Bekomme ich Schaden? Ja, theoretisch schon, weil du lenkst ihn ja an einen Punkt, an dem du den gerne hättest. Ach, verdammt, das ist doof. Dann, wenn ich Schaden nehme, ist ja okay. Nur bei dir ist das halt so ein Ding, ne? Darum ging's mir. Dann mache ich was anderes. Ich konzentriere mich, mache genau an die Stelle, wo Chain vor mir steht, Daylight. Das heißt, ich mache einmal an der Stelle, wird so super hell. In einem Raum aus Licht. Stimmt, das ist total doof. Das ist jetzt, wo du es sagst. Also sie sieht es nicht mal, dass du es machst. Stimmt. Ich auch nicht. Toll. Das ist ein schlechter Effekt. Aber nichtsdestotrotz wirbel ich herum, mach nochmal Dinge mit Schmetterlingen, Blitzen, sonst was. Wickel den Mantel um Chain. Halte den aber noch fest, konzentriere mich, löse das aus und mache Dimension Door auf unser Schiff. Okay, aber du weißt, dass du dich dabei mit teleportierst, ne? Stimmt. Nee. Das ist aber nicht, wenn ich sag's nur. Also das der, ist der Punkt ist aber, ich bin auch jemand. Ja, ja. Ja, aber einer muss noch die letzte Aufgabe machen. Ich gebe es nur zu bedenken. Wir können ja wieder zurückkommen. Okay. Und dann sind wir weg. Okay, ja. Ihr landet unten auf dem Schiff. Euer Kapitän sitzt in seinem Stuhl, sieht ultra entspannt aus. Der pennt anscheinend gerade oder was auch immer da los ist. Hat noch irgendwie so einen Cocktail neben sich und es sieht so ein bisschen so aus, als wäre dieser Cocktail in eine Ananas reingemacht worden, die dann neben ihm steht, neben seinem Cowboy-Hut. Er hat unter dem Helm eine Sonnenbrille auf und schnarcht ein bisschen. Dann können wir jetzt wieder reingehen, glaube ich. Und ich hoffe, sie sieht das als bestanden. Weißt du was? Zum Glück bist du mit verschwunden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich als jemand gelte. Für mich bist du ein jemand. Sag ich mit Ernst und tätschel dich so auf die Schultern. Okay, sie sieht nicht ganz so beeindruckt aus. Also, weil sie halt den Zauber selbst beherrscht. Sie weiß schon, was da gerade passiert ist. Aber das ist nicht unbedingt schlimm. Also sie sagt, sie guckt sich an, das war wenigstens eine kreative Lösung. Ich habe mehrfach erlebt, dass Leute sich gegenseitig abgeschlachtet haben, nur weil ich gesagt habe, jemand soll verschwinden. Das war zumindest... Das wäre auch möglich. Das wäre auch gegangen, ja. Ich wollte auch. Das wäre eine schlechte Lösung, aber es wäre eine Lösung gewesen. In dem Moment, wo das Leben aus jemandem raus ist, wird er ja zu einem Etwas, also ist jemand verschwunden. Das sollten wir vielleicht nicht zu sehr betonen vor der letzten Aufgabe, weil ich weiß, wer jetzt dran ist. Bis jetzt seid ihr wirklich gut im Rennen. Okay, eine letzte Aufgabe haben wir noch, nicht wahr? Zeig mir, was Freude und Schönheit sind. Wow. Für mich warst du immer ein jemand. Ich gucke mich immer noch stone-faced an. Ich fand das mit dem, ich konnte total relaten vorhin, als sie keine Regung gezeigt hat, weil ich das halt auch nie habe. Ich gehe rüber zu Sid. Sid, was magst du am liebsten?
Vieles. Das ist sehr gut. Dann komm mal hierher und ich schieb dich so ein bisschen rüber. Und dann nehme ich unseren Elfen und schieb den auch neben Sid. Soll ich eine Pose einnehmen? Sie fragt dich so. Zieh sie so rüber. Hat sie schon angefangen? Und ist das jetzt Freude oder Schönheit? Das sind doch, glaube ich, die Vorbereitungen. Hoffentlich, was tust du da? Ich bin noch am Improvisieren. Hier rüber. Und ich ziehe dich dann so neben Sid und stelle mich so vor. Du solltest was tun. Ich bin noch am Überlegen. Du musst eine Datenbank für sowas haben. Datenbank wird durchsucht. Also ihr dürft ihr helfen. Das habe ich bis jetzt ja auch nicht verboten. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja. Von was auch immer wir kriegen, kriegt ihr meinen Anteil. Yay. Und Tephairos, verwandle dich mal bitte in das Drachendings, weil das finde ich ganz hübsch. Ich hätte nicht gesagt, zeig mir, was Verzweiflung ist. Echt jetzt? Hey, ich habe eine Idee, komm mal her. Mach doch einfach deine Brustplatte spiegelnd und wenn sie da reinguckt, sieht sie sich selber und dann sagst du, das ist Schönheit. Wow. Oh, ja, ja. Sehr gute Idee. Ich nehm tatsächlich ein Tuch und... Die Idee ist sehr gut. Lauf ich zu ihr rüber. Also ich hoffe, das zählt als Freude für Schönheit, muss das da reichen. Das bin ich. Ja. Schönheit. Jetzt siehst du sie auch. Die Schönheit. Braucht ihr noch eine Chance? Ja, wäre ganz gut. Ja. Ist dein Spiegel verzerrt? Mann. Er ist gebogen. Die erste Idee. Nein! Oh mein Gott, ich sehe schon, dass sie so richtig so mit so einem Gesicht. Hohlspiegel. Wenn ich euch einen Hinweis geben darf, ihr wisst, ich bin ein bisschen älter. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt in der Gestalt normalerweise. Was könnte mir denn Freude bringen oder was könnte ich als schön ansehen? Vielleicht denkt ihr mal in die Richtung. Baby? Aber der Hamster kann nicht noch mehr Gold kotzen. Das Gold ist übrigens komplett verschwunden. Ihr seht allerdings, dass mehr von diesen goldenen Schlieren überall unterwegs sind. Sie verflüssigt ihren Schatz anscheinend und der schwebt die ganze Zeit um euch herum. Also, was? Ich glaube, ich könnte eine Idee haben. Aber du musst ja die Aufgabe machen. Du darfst helfen, los. Tu es. Ich glaube, was sie nicht hat, also wir gehen mal so ein bisschen weg. Sie kann uns wahrscheinlich trotzdem hören, aber ich flüstere. Sie ist ja ganz allein. Seit Äonen. Und alle 25 Jahre holt sie sich Leute, um Spaß zu machen. Ich bleib nicht hier. Ich weiß, darum geht's auch gar nicht. Vielleicht können wir ihr eine Freude machen, wenn wir ihr Geschichten von draußen erzählen. Warum schenken wir ihr nicht einen Fernseher? Was? Hab ich mal von gehört. Aber wäre das nicht eine Idee? Jeder von uns erzählt ihr einfach die Geschichte von dem Zeitpunkt,
wo man die größte Freude hatte. Jeder von uns erzählt ihr eine Geschichte von, das war total schön oder da hatte ich richtig Spaß, das hat mir richtig Freude gemacht. Jeder erzählt ihr das schönste Erlebnis, so wie das früher. Löst aber das Schönheitsproblem nicht. Da denken wir dann drüber nach. Lass uns doch mal damit anfangen. Ich finde es, glaube ich, gut. Wir können es versuchen. Mhm. Und Schönheit ist ja auch total relativ. Ein furchtbar Konzept für mich. Ist ja so, Schönheit und... Ja, verstehe ich. Ja. Dann tun wir das jetzt. Alle. Ihr habt doch bestimmt alle irgendein schönes Erlebnis oder so. Was war denn früher dieses mein schönstes Ferienerlebnis? Ja, also dann fange ich mal an. Genau, das finde ich gut. Dann haben wir noch Zeit zum Nachdenken. Schon ein paar Jahre her. Ich weiß noch, als wäre es gestern. Ich war an den Docks am Felsen, musste ein Schiff abladen. Löschen ist der Begriff da dafür. Und die Bezahlung war eine Kiste, die ich bekommen habe. Ich wusste noch nicht, was drin ist. Es hieß, nimm, das ist dein Lohn für heute. Als ich dann zu Hause war und diese Kiste geöffnet habe, da hat mich ein dunkelbrauner Anzug angelacht. Ihr seht ihn heute an mir. Ich hatte ihn in der Hand. Dieser Geruch. Er war betörend. Das erste Gefühl. Diese Reaktion passiert übrigens, als er die Geschichte erzählt, auch bei uns da. Freude hat sie jetzt. Das ist eine Geschichte über Freude oder Schönheit? Beides! Freude auch! Okay, deine Geschichte. Das Gefühl, als meine Haut... Hör nicht auf! ...zur Symbiose würde mit diesem Anzug. Es war eng. Es war gut. Wir waren eins. Das ist ein Erlebnis, an das ich mich heute noch gerne erinnere. Und seitdem, ihr seid seitdem eins, richtig? Also so wie du riechst. Er passt so gut. Danke dir für die Geschichte. Ich glaube, den Satz kann ich mir auch malen. Und seht ihr, das ist sowohl Freude als auch Schönheit. Das wird schwer für euch, diese Geschichte einzuholen. Müssen wir doch auch gar nicht. Nein, bitte nicht. Weißt du was? Weißt du was, Jane? Seine Geschichte reicht mir. Das gilt. Das ist sehr gut. Denn ich fürchte, meine wird euch alle verstören. Ach, noch mehr als das. Da sind wieder diese Leichen um dich rum. Ich weiß. Okay. Und
Ja, während sie so die Geschichte so beendet, seht ihr auch, dass ihr Blick so ein bisschen Richtung Eingang wandert und da kommt euer Kapitän rein und immer noch die Sonnenbrille auf, immer noch diese Ananas in der Hand. Na, zu ihr. Und sie wird rot. Wow. Das hätte auch geklappt. Damit beendet er auch schon die komplette Konversation. Er bleibt einfach da stehen. Er lehnt sich so ein bisschen an. Das hat nicht so richtig funktioniert, weil ja nirgendwo Schwerkraft ist, die ihn an eine Wand lehnen lässt. Aber es sieht so aus, als würde er lehnen. Okay. Ich schlage vor. Ich entlohne euch für eure gute Arbeit. Ihr sollt etwas bekommen. Mehrere Dinge. Also erst einmal, Schatz, das war ungefähr so viel. Ja. Okay, alles klar. Sie fragt dich nach B. Sag mal, hast du diesen Hamster noch? Okay, sie nimmt ihn auf die Hand. B guckt sie ein bisschen irritiert an. Sie flüstert irgendwas und also zumindest bei dir, Tepeiros, klingelt so ein bisschen, weil du dich ja auch verwandeln kannst, dass sie wahrscheinlich gerade diese Hamstersprache spricht, also sich mit ihm jetzt unterhält. Mhm. Und er öffnet den Mund. Sie greift in seinen Mund rein. Und es sieht so ein bisschen, also sieht etwas makaber aus, aber er geht nicht kaputt dabei. Aber in ihm explodiert plötzlich so ein Würfel. Er ist komplett würfelförmig. Also so locker anderthalb Meter Durchmesser in alle Richtungen hat dieser Würfel. Und ja, er hat erstmal das Maul ziemlich weit auf und die Augen werden ganz schön groß. Dann schafft er es aber wieder zusammenzuschrumpfen. Und dann hebt sie ihn hoch, gibt ihn dir wieder in die Hand und deine Hand geht kurz im Moment so runter. Wow. Erst einmal das Gold. Und dann gebe ich euch für die schöne Geschichte noch das hier. Und sie drückt dann dir, Sid, einen Schein in die Hand. Du kennst das so von den Docs, das sind so Übergabebriefe für Produkte, die da so angeliefert werden oder sonstige Dinge. Also da ist halt so ein Mensch, der kümmert sich halt um diese Sachen, da musst du es abgeben und dann kriegst du was auch immer dahinter steckt. Als sie dir die Hand gibt und du sie berührst, siehst du, dass auf deiner Hand so ein kleines Symbol auftaucht. Sieht aus wie so eine auf die Seite gelegte 8, dieses Unendlichkeitssymbol. Vielleicht hilft es dir ja bei dem, was du dir wünschst. Und es verschwindet auch wieder. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre es weggebrannt. Und das ist so ein bisschen wie bei so einer richtig alten Narbe. Ne? Dass der so ganz leicht noch durchscheint. Man sieht es eigentlich nur, wenn man drauf guckt. Ne? Also wirklich intensiv danach schaut. Das ist jetzt halt hier einmal so reingebrannt. Mhm. Aber jetzt nicht auffällig. Und auch nicht störend. Das war nicht unangenehm oder sonst was. Ich erkläre nachher, was ich mir dabei gedacht habe. Jetzt habt ihr euer Gold, ihr habt diesen Schuldschein und ihr bekommt noch etwas, das sieht ein bisschen aus wie eine große Muschel. Also so eine schöne Muschel, die so Spitzen von der Seite so weggehen hat. Ganz schickes Ding, wie so ein Muschelhorn vielleicht auch. Und drückt euch das in die Hand und an diesem Muschelhorn ist ein bisschen was eingraviert. Wenn ihr das da vorlest, dann kommt ihr zurück auf diesen Kiesel da. Wie heißt nochmal die Stadt? Wie heißt sie? Prahl. Nach Prahl. Das wird euch dorthin bringen. Einfach lesen. Und ich denke, das reicht erstmal. Den da behalte ich noch und sie zeigt auf euren Kapitän. Oh. Viel Spaß.
Er nickt. Einmal nur so. Ja, dann stellen wir uns irgendwie eng zusammen, würde ich sagen. Und ich lese vor, was auf der Muschel steht. Alles klar. Du hörst noch so, während du das liest, dass er noch zu Bee rüberruft, bleib erstmal bei denen. Und als du es vorgelesen hast, merkst du halt wirklich, wie so ein Wirbel um euch herum anfängt zu toben. Und einen kleinen Moment habt ihr das Gefühl, als würdet ihr wegkatapultiert werden. Das ist so ein Sog, der euch wegzieht. Erstmal in Richtung dieses Höhlenausgangs und dann in die Richtung, wo das Schiff gewesen wäre, aber dann immer weiter zurück. Und es dauert 3-4 Sekunden und ihr steht an den Docks. Mitten auf dem Fels von Brahl. Wow. Zu Hause. Ja, mich hat's auch mitgenommen. Das war ja so vieles mal davon. Ja. Genau, wow. Hier habe ich die Kiste bekommen. Ja, wir kennen die. Bitte nicht mal. Wir müssen da jetzt nicht mit prahlen. Junge, da gibt es irgendwie für den Bayern-Wettbewerb jetzt. Ich meine, irgendwo eine Stelle, wo wir hingehen müssen. Ja, du hörst so ein würgendes Geräusch aus deiner Hosentasche. Ich nehme super schnell den Hamster raus. Ja, du nimmst ihn raus, also er kotzt jetzt nicht den Stein aus, aber er würgt so ein bisschen und du siehst, dass so ein Stückchen Papier aus seinem Maul guckt. Okay, er hat einen Wettschein ausgespuckt. Er hat es irgendwie hingekriegt, den sozusagen an diesem Goldklumpen vorbei zu nicht verdauen. Alles klar. Der Wettschein vom Captain. Unsere Quote war verdammt schlecht. Unsere Quote war unterirdisch. Ja, dann gehen wir ins Wettbüro. Dann holen wir Gewinn und dann gehen wir was trinken. Und außer uns kommt auch niemand wieder, das können wir denen auch sagen. Ja, ihr geht zum Wettbüro und sie sind ziemlich überrascht, dass ihr plötzlich da steht, aber es ist irgendwie immer komisch gewesen, wie die Leute hergekommen sind. Ihr seid ja wieder da. Ihr seid auch ihr. Ihr werdet noch kurz magisch durchleuchtet, dass auch wirklich ihr seid. Und als dann festgestellt worden ist, dass ihr seid, sagen sie, okay, unerwartet, schnell. Und was hat es gegeben? Also was habt ihr mitgebracht von dort? Darf ich fragen, was passiert ist? Und ihr habt so das Gefühl, also wenn ihr so darüber nachdenkt, was sagen zu wollen, ist es ein bisschen wie so ein Kopfschmerz, der losgeht. Fragen dürft ihr alles. Es war interessant. Ja. War schön. Okay. Manchmal glitschig. Ja. Okay. Das war extraordinär. Und von dem Schätzen, was habt ihr wieder mitgebracht? Also, muss man das zeigen für die Wette? Ja, ne? Also ja. Es ist ja nicht euer Gold, ne? Also ihr müsst es halt zurückgeben, dann wird überlegt, wie viel das ist, dann wird geschaut, wie viel das ist und dann wird halt geschaut, darauf haben die Leute ja gewettet, wie viel mehr oder weniger es ist, als das, mit dem ihr gestartet seid. Ja, ich glaube, dein Auftritt. Okay. Bu setzt sich dahin, fängt an zu würgen. Würgt. Ich gehe ein Stück zurück. Es klappt irgendwie nicht. Dann seht ihr so ganz kurz, dass Bi so einen Moment zu überlegen scheint. Und dann wieder so wie so ein Pling-Moment in seinem Kopf. Und er wächst erstmal, bevor er anfängt weiter zu kotzen. Und er stößt auch dabei ein paar Stühle um und sonst was und kotzt dann diesen riesen Block Gold einfach vor euch dahin. Und der bricht auch so ein bisschen durch die Holzplanken des Bodens. Der hat 1,50 Meter Kantenlänge, ne? Ja. Wow. Nett. Diese Bilder im Kopf. Tada! Wow. Ja. Ja. Mhm. Das dauert einen Moment, bis ich weiß, wie viel das wert ist. Ist 1,50 Kantenlänge, wenn das hilft. Ich schätze es auf mehrere Tonnen. Gold wird selten in Kantenlängen oder so gemessen, aber das kriegen wir raus. Alles klar. Damit ist im Prinzip, also alles andere, was ihr sonst bekommen habt, dürft ihr behalten. Darüber müssen wir auch nicht sprechen. Falls ihr jetzt irgendwie noch
also falls ihr mitgewettet habt oder sonst was, dann könnt ihr natürlich eure Preise herausholen. Das bekommt ihr dann. Und ja, irgendwie Glückwunsch, glaube ich. Übrigens, wenn man die komplette Goldmenge der ganzen Erde nehmen würde, also alles, hat das Ding eine Kantenlänge von 21 Metern. Also es ist alles Gold, das es auf der Welt gibt. Das ist echt viel. Alirion sagt, in Real Life wäre das 65,205 Tonnen Gold. Dieser Block jetzt gerade? Der Block, der da ist. Tonnen. Schwere Hamster. Ja, 65 Tonnen Gold. What? Gold ist absurd schwer. Ja. Das ist wahr. Das habe ich, glaube ich, nicht ganz durchdacht vorher. Ist egal. Räum aber es ist schon. Ein. Also das sind ja so es circa 65 Tonnen Gold. Es ist also, hoffentlich ein nicht unterkellertes Wettbüro. Ja, also ich hätte jetzt auch schon nicht gedacht, dass das reines Gold ist. Der hat ja seine ganzen Schätze da eingeschmolzen. Es sieht halt aus wie ein Goldblock, aber ist ja auch egal an der Stelle. Fantasy. Gut, ihr habt noch theoretisch euren Schein da. Ihr habt diese Muschel behalten. Und ihr habt die. Zeigt den Schein. Den Wettschein. Wie viel kriegen wir? Ich. Was jetzt? Also erst der Wettschein? Ja. Ja, der Wettschein. Also ihr seht, dass das Chip echt viel Geld da reingesteckt hat. Also er hat so um die 5000 Goldmünzen gewettet. Und das hat er jetzt so ungefähr verzwanzigfacht, weil die Quote eine Katastrophe war. Cool. Das habt ihr jetzt. Wir haben jetzt 100.000 Gold. Ist viel. Schick. Ich weiß auch, in welche Geldbörse wir die reinpacken. Und das Gute ist ja, wir müssen uns das Ding nur durch drei teilen, weil Chain ja gesagt hat, das war ein alternativer Fakt. Also 100.000 reicht für nahezu jedes Schiff. Ja, und dann gehen wir noch zum Hafen und gucken, was dieser Abholschein macht, oder? Ich wollte so einen Schein ja noch gekriegt. Okay, wahrscheinlich ist es ein neuer Anzug. Ein Reinigungssystem für den Anzug. Okay, ihr geht zum Hafen, gebt den Schein ab. Ihr bekommt von ihm einen Anlegeplatz genannt. Dann gehen wir da mal hin. Bisschen was von der Schnitzeljagd, ne? Ja, so schlimm ist es nicht. Ihr braucht auch gar nicht so lange. Der Anlegeplatz, ihr seid etwas irritiert, weil da kommen Schiffe nach Schiffen. Das ist nicht so ganz klar, wo das eigentlich ist. Aber irgendwann findet ihr die Nummer, die euch da gegeben worden ist. Und was euch geschenkt worden ist, ist tatsächlich eine Weltraum-Galeone. Wow. Ihr bekommt ein Schiff, yeah. Und zwar ein wirklich schickes Schiff. Das sieht im Prinzip aus wie eine normale Galeone, kann aber durchs Weltall fliegen, kann aber auch auf Wasser landen und wie ein normales Schiff auf Planeten, bei denen es normal aussehen würde, aussehen. Shiny. Und mit diesem Anblick von diesem gewaltigen Schiff mit weißen Segeln, noch keine Flagge obendrauf, die irgendwie betiteln würde, wem das Ganze gehört, auf den Segeln allerdings große Sonnensymbole aufgenäht, die in so einem Goldfaden drauf zu sein scheinen. Genau. Beenden wir diese Session. Wir tragen noch nicht aus, wer Kapitän wird. Das machen wir dann wohl nächstes Mal, wenn wir das irgendwann wiederholen sollten. Voll und schmerzhaft. Ja, mir tut aber auch weh. Und die Backen. Alter Schwede. Was ein Chaos. Wir haben ein Schiff bekommen. Was wollen wir denn mehr? Das, also, das war das verdammt großartigste Nilpferd, mit dem ich je die Ehre hatte zu spielen. Das war ein bisschen spooky. Oh. Es wird lange nicht getoppt werden. Ich jetzt mal. Großartig. Und das in dem ernsten System wie Spelljammer. Sorry. Ja. Es war super, es war großartig. Also ich hatte sehr viel Spaß. Ja. Ich fand's toll. Nein, wir gar nicht. Nee, ich habe gelitten,
Aber es ist ja jetzt auch rum. Also gelitten habe ich auch. Oh Mann. Wow. Herrlich. Tut mir leid für diesen emotionalen Schmanz. Es ist einfach, also es war ganz hervorragend. Also für die das Zuhörer, so wie du es dir, ja. So, wie du uns dir vorgestellt hast. Ich hab euch ja vorher gesagt, ich werde euch sehr viele Freiheiten lassen. Es werden Dinge auf euch zukommen und ihr dürft entscheiden, wie ihr das da durchboxt. Einfach kreativ sein. Und genau das ist passiert. Also es war tatsächlich relativ wenig Aufwand für mich. Ich musste ja gar nicht so viel machen. Die meiste Zeit habt ihr irgendwas gemacht. Zwischendurch habt ihr sogar für mich gespielleitert. Also im Ernst. Das war schon eine kleine Therapiesitzung heute. So. Ja. Das ist viel besser jetzt. Das ist cool. Das Autognomen-Katapult ist etwas, was man einfach so in die Regeln integrieren sollte. Ja. Vor allem mit diesem spitzen Hut. Mit diesem spitzen Hut, das ist doch... Ich finde, das liegt nah. Ich hätte gerne Fanart mit dem Anzug und dem Katapult. Oder von dem kleinen. Ich hätte gerne von dem nassen Nilpferd das Messer dagegen. Dance Battle. Ja, die Nilpferd Dance Battle war wirklich ganz weit vorne. Ich habe an der Stelle aber auch einfach nur gedacht, ihr kriegt diesen Auftrag und ihr dürft ihn umsetzen, wie ihr wollt. Ihr kriegt nur einen Satz von mir und macht einfach. Und das war super. Wow. Aber es ist ja verdammt schwer, sich falsche Wörter auszudenken. Ja, da war ich echt beeindruckt. Du hast mich wirklich beeindruckt damit. Ja. Das tat mir in der Seele weh, ehrlich. Ich muss da gleich eine Rezension drüber schreiben und ich bin die Einzige, die das macht. Ja. Schön, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, dann so ich bedanke mich bei euch Vieren für diesen für lange Zeit unvergesslichen Rollenspielabend. Es hat mich an die Chaos-Rollenspielzeiten von früher erinnert und zwar auf die bestmögliche Art und Weise. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch sehr viel Spaß. Ich verspreche, ist nicht das letzte Mal, dass ihr die vier Leute mit mir vor der Kamera seht. Wir müssen nochmal irgend sowas machen. Ja, bitte. Mal gucken, ob welches System es wird, aber definitiv muss diese Konstellation nochmal zusammenkommen. Das ist Hammer. Ich bedanke mich bei Sonne, Shiraki, Emu und nicht zuletzt bei unserem wundervollen Spielleiter Dustin und ich bedanke mich auch bei Wizards of the Coast, die uns Spelljammer zur Verfügung gestellt haben, um das hier spielen zu können. Das ist jetzt in Dustins Sammlung. Der ganze Schuber gehört jetzt dir. Viel Spaß damit. Ja. Ding. Sind übrigens drei Bücher, falls euch das interessiert. Ne? Also und die ein Spielleiterschirm, drin, ja. Die Regeln und das Abenteuer. Ja. Also nicht das Abenteuer, oder? Ja, wie man Abenteuer macht, sozusagen. Ja. Gut. Und dann verabschieden wir uns von euch da draußen. Ich freue mich auf die nächsten Streams. Morgen Abend um 20 Uhr ist Martin von D20 Sounds zusammen mit Ralf Kurziefer und der fantastischen Snow White hier. Sie werden zu dritt Musik machen zu einer Geschichte von Evie. Das ist richtig toll. Und am Freitag, was habe ich eigentlich am Freitag? Ich habe schon wieder vergessen. Einer meinen Plan im Kopf? Ich nicht. Freitag, natürlich. Freitag ist der Kardein bei uns zu Besuch, denn wir machen unser Tasting. Internationale Weihnachtsköstlichkeiten. Der Lurch und ich probieren. Und Karin präsentiert. Vielleicht machen wir auch noch ein Brettspiel dazu. Das wird super. Wir verabschieden uns von euch traditionell mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, Inshallah. Macht's gut, habt einen wunderschönen Abend. Wir lieben euch, spielt Spiele. Liebt ihr euch auch. Bis dann. Tschüssi.